Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom BattlePod. Heute wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts. Einmal der Olli. Hallo Olli. Servus La. Dann natürlich der Onai. Hallo Onai. Minasan, Yoroshiku. Und natürlich der Hoshi. Hallo Hoshi. Grüezi, Benant. Wie man schon hört, wir dürfen noch raus, er nicht. Und heute haben wir uns ein neues Thema überlegt, und zwar, woher kommt die Inspiration für BattleTech? Aber bevor wir damit anfangen, die Themen vorm Thema. Ich habe bei Ulysses mal nachgefragt, wie es auch schon mit den aktuellen Einsteigerboxen, die Starterbox, die gab es ja schon. Die Einsteigerbox liegt, das hat man gar nicht gehört, mein Trommelwirbel, weil mein Mikrofon dann ausgemacht hat, war zu leise. Okay, ich brauche eine Trommel. Trommel. Liegt bei Catalyst immer noch. Und wir haben keine Ahnung, wann es weitergeht. Genaue Infos über Produktionstermine, Anlieferungen etc. haben sie leider nicht. Ja, also es liegt alles bei Catalyst und die weiß ich nicht, was die machen. Ja, nichts, ne? Ja. Also es kann natürlich sein, dadurch, dass sie halt natürlich, wie wir auch um den aktuellen Progress von der Kickstarter-Kampagne wissen, dass die vielleicht erstmal sammeln möchten, bevor sie dann halt immer kleckerweise anfangen, da halt dran zu arbeiten. Ja, aber sie müssen ja nichts sammeln, das ist ja nur die deutsche Version. Ja, aber das ist, wenn es halt gerade ist, darum geht halt, dass den ganzen Regelkram und was weiß ich, was noch alles zu übersetzen, weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das Ganze dann als Paket irgendwie weiterzugeben. Die haben das schon übersetzt, das ist schon auf Deutsch. Ah, okay. Die haben schon alles fertig seit einiger Zeit. Es fehlen jetzt nur, schon mal gesagt. Na, die Freigabe von Catalyst. Nee, die Catalyst muss sagen, so ist okay, und Catalyst muss sagen, wir produzieren das jetzt. Ist ja schlimmer wie bei uns beim Qualitätsmanagement. Ja, das sind immer irgendwelche rechte Dinge, ne? Also. Ich hatte vor kurzem mal ein Gespräch mit jemandem, der beteiligt ist an der Entwicklung. Vielleicht interessiert das ja einige Fans, an der Entwicklung des Captain Future für Live Action. Live Action? Oh, cool. Ja, und die haben ja das Problem, dass die Rechte für Captain Future, je nachdem, wo du auf der Welt bist, insgesamt 43. Ach du Scheiße. Wie vielen? 43. Oh, da muss ich ja mal gucken, bei so vielen Filmen, ob meine Firma nicht auch noch Rechte dran hält. Genau, weil sein, manche, ne? Firmen haben halt Rechte für Toys, manche Firmen haben Rechte für das Logo, manche Firmen haben Rechte für Animation, manche Filme haben Rechte für Publikation und so weiter. Also ist ein Mess, und natürlich, wenn du einen Film machen willst, dann willst du natürlich auch Toys verkaufen und so weiter, ne? Damit sich das Ganze rentiert, ne? Mhm. Weil das wird dann, soll ja eine deutsche Produktion werden, also in Deutschland gedreht werden, und ja, wenn man dann halt mal 100 Millionen Euro für einen deutschen Film ausgeben will, wäre es nicht schlecht, wenn du alle Rechte hast, ne? Das und ist, ja. Also rechte Sachen sind immer echt kacke. Mhm. Ja. Die Linken sind besser. So ist es. Ja. Spätzle gemacht. Ja. Ich habe mir gerade noch zurückhalten können. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Aber gehen wir von Rechten zu Kicks. Weil die kicken auch gerne. Wie schaut's mit dem Kickstarter aus? Oh nein. Wave One ist da. Mit einem Mini-Irby. Genau, das ist das Wichtigste. Moni, ich schlag dich im Domino. Und der Irby ist von wem gestaltet worden? Ha. Mag das vielleicht einer sein, der schon Hand angelegt hat an unser tolles Artwork? Genau, der gute Alan aus Australien war das. Der hat nämlich unser Recruitment-Poster, das jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber immer noch aussieht wie neu. Also es sieht immer noch geil aus. Ich bin immer noch super zufrieden. Cool.
Ja. Und ich bin total froh, dass ich den Alan damals im BattleTech International gefunden habe, weil der hat ja so ein paar Bilder von Mechs selbst designten da gepostet. Da habe ich gesagt, Mensch, wie schaut's denn aus? Hast du nicht mal Bock, für uns ein Poster zu machen? Da hat er gesagt, ja. Und jetzt hat er so einen Kommentar zum Kickstarter gegeben. Und ich wusste auch, dass er schon an ein paar der Figuren beteiligt war. Und dann habe ich gefragt, sag mal, welche Figuren hast du denn jetzt verbrochen von denen, die da jetzt rausgekommen sind? Und dann hat er so gesagt, er kann es nicht mehr genau sagen, weil es war rund die Hälfte der etwa 100 Figuren, die er gemacht hat. Wow. Ja. Nice. Krasse Scheiße, Mann, weißt du? Mhm. Aber hallo. Olli? Ja? Dass es noch neu aussieht, das könnte sein, dass es digital ist, weißt du? Wenn's Nein, das war doch jetzt so nicht gemeint. Nein, einfach so in der Tatsache, dass es halt einfach immer noch super gut aussieht und es mir immer noch gefällt, weil manche Sachen nutzen sich halt ab. Du guckst so ein Artwork an und am Anfang findest du es total cool, aber nach einer Weile hast du es dir so, hast du dich satt gesehen, leid gesehen. Und das ist bei dem Ding bei mir null der Fall. Also ich gucke es mir echt regelmäßig, es hängt ja bei mir sogar im Schlafzimmer. Und ich schaue dann halt dann irgendwie morgens dann irgendwie so drauf und denke, boah, geiles Bild. Ja, ich schaue gerade drauf, es hängt über meinem Schreibtisch, ne? Super. Und das jeder von euch da draußen sieht es auch, weil es ist Teil unseres Logos. Ja. Mhm. Genau. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Geschweift. Also die kurzer Überblick über den Content der von der Wave One, da sind so Sachen wie T-Shirts, Würfel, Keychains, Flaschenöffner mit Kerensky-Symbol drauf, whatsoever. Patches, all der ganze Kram. Was natürlich das Interessante ist, die ganzen Miniaturen, die rausgekommen sind, die innere Sphäre Max, die sind natürlich noch relativ wenige. Das ist die Command Lands und die Battle Lands, die da rausgekommen ist. Ja. Also die guten alten Designs, die man kennt, Stinger, Wasp, Phoenix Hawk, Archer, Warhammer, Marauder, Rifleman, Valkyrie. Ich glaube, das war's. Er kennt mich ja, wenn Warhammer dabei ist, bin ich immer zufrieden. Ne? Und natürlich muss man sagen, es gibt auch so eine schöne Sammelmünzen. Mhm. Hier nochmal, also ich glaube, wir haben ja hier unser Videochat, dass die anderen beiden auch nochmal das gute Steiner mit der Scout-Lanze, dem Atlas. Mhm. Ach ja, du bist ja der Steiner-PPCs trinkt. Uah. Genau. Oh, das ist geil. Natürlich auch die ganzen neuen Clan-Max. Und man muss sagen, die Qualität der Figuren unterscheidet sich doch von dem aus der Grundbox, die ja schon seit einer ganzen Weile erhältlich sind. Ja, findest du? Meinst du im Sinne von besser oder schlechter? Ich finde sie besser. Ein Kritikpunkt, den ich halt auch mit so Leuten geteilt habe, wie unserem altehrwürdigen Merkur, ist, dass das Plastik ziemlich gummimäßig war, das alte. Mhm. Das heißt, da hast du dann, man hat sich so ein bisschen komisch gefühlt. Das hat mich so an die MechWarrior Dark Age Figuren erinnert. Das neuere Plastik ist ein bisschen fester, was ich schon mal ein bisschen schicker finde von der Verarbeitung. Klar, da sind jetzt so ein paar Sachen dabei, in die Hardliner sagen so, ah, das ist die AC5 vom Marauder, dass die halt schon eine ballistische Kurve hat. Das ja, das finde ich nicht so schön. Also ich hab's, will ich versuchen, wieder Zeug zu biegen, aber es ist mir bisher noch nicht gelungen. Kleiner Tipp am Rande, warmes Wasser. Die beste Sache ist wirklich, ist warmes Wasser zu nehmen, das die ganze Miniatur zu erheizen. Dann im warmen Wasser richtet die sich schon auf. Und dann, das ist der Memory-Effekt vom Plastik. Und wenn du den dann vorsichtig rausholst und dann in der Position fixierst und quasi dann wieder kühl pustest, dann hält die bombensicher, so wie sie dahin gehört, als wenn du Viagra als Munition hättest. Also ich muss echt ein bisschen sagen, es ist halt irgendwie so, es hat so diese ABS-Plastik-Anmutung. Mhm. ABS-Plastik? Ja, das ist halt so komisches Spritzplastik halt, ne? Weißt du, besser leben mit Spritzplastik. Und ich muss halt echt sagen, von der Wertigkeit her und von wie stabil mir das Ganze auch erscheint, eben für solche Aktionen wie zum Beispiel Erwärmen und
Ich muss echt sagen, ich habe im Vergleich dazu von einem deutschen Hersteller, also lizenziert, auch lizenziertes Modell, jetzt nicht irgendwie fake oder so, der hat halt so ganz diese Industrie-3D-Drucker, also nicht, dass du jetzt ein Haus gebraucht hast, sondern das Ding, was mit einem Laser aus einer Flüssigkeit quasi das rausdruckt, ne? Habe ich ein Modell einer Falcon 9-Rakete erstanden. Und wenn du das jetzt vergleichst, sage ich mal, obwohl das nur unter Anführungszeichen ein 3D-Druck ist, ja, ist das schon eine ganz andere Liga. Ja. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich hätte mir, also sie haben es aufgewogen, dass ich sage jetzt mal finanzielle, indem dass viel Goodies dabei waren auch und dass man merkt, sie haben mit Herz dran gearbeitet. Aber man hätte mit der Kohle, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können. Gebe ich dir recht. Das ist, wenn man es runterrechnet, ist ja ein Mac kostet so circa 4 €. Wenn man das jetzt auf den Preis, den man beim Kickstarter bezahlt hat, runterrechnet. Es ist generell so eine Sache, die sich, glaube ich, so ein bisschen durch Battletech durchzieht. Also wir hatten ja auch schon mal einen Podcast, wo wir uns über die Fanbasis unterhalten haben und 3D-Druck im Allgemeinen. Wir haben auch im Forum hat unser guter Merkur da einen guten Vergleich zu gemacht, der ein paar von den Sachen, die jetzt mit dem Kickstarter rausgekommen sind, auch bewertet hat. Und man muss sagen, ja, selbstverständlich. Es ist nicht die Qualität, die man so jetzt im Vergleich kennt von einem 3D-Drucker, beziehungsweise halt klassisch Benchmark von Warhammer. Es ist das alte Muster, was man kennt von der Qualität her. Genau. Ja. Und das ist so eine Sache. Ich würde sagen, ein wenig Scheiße war schon immer. Die haben nie alles rausgeholt von dem, was möglich gewesen wäre. Ja. Ja, genau, aber sagen wir es mal so. Also das ist Jammern auf solidem Niveau, auf hohem Niveau würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber die Figuren vom Stil, Design und so weiter und Qualität ist in Ordnung. Ne? Also ich bin sehr zufrieden mit den Pippis, muss ich sagen. Ja. Ich freue mich einfach auch mal neue Modelle bemalen zu dürfen. Obwohl ich muss sagen, ich bin ganz schön gehemmt gerade, weil es sind so viele geile Bemalungen auf den Facebook-Gruppen aufgetaucht. Das sieht so gut aus. Ich habe überhaupt keinen Bock, meine weiter zu bemalen, weil ich habe das Gefühl, die sehen aus wie Pferdekotze im Vergleich. So geht es mir auch im Moment, ja. Also ich habe bis jetzt noch gar nicht angefangen, irgendwas zu bemalen, weil ich einfach nur durchgeschaut habe, eben von den Jungs, die Pippis gekriegt haben und schon bemalt haben. Die haben mir gedacht, Alter, du alter Grobmotoriker, kriegst du es doch nie so hin. Genau. Ich sehe die Dinger und denke mir, scheiße, so sollten sie aussehen. Und dann gucke ich mir meine an und denke, nein, far from it. Ganz weit weg. Ja, ich warte darauf, dass dieser 3D-Druck in Farbe kommt. Aha. Ja, genau. Das gibt's doch schon. Ja, aber dass der auch so für Battletech kommt. Filigran meint er auch richtig. Ja, obwohl, ich muss sagen, manche Leute haben da ja wirklich ein absolutes Talent dazu. Also ich habe noch immer meinen Referenz-Orion vom Onai, der muss ich sagen, der ist wirklich superschön bemalt. You're very welcome. Wo wir zur Kritik kommen. Eine Sache, die halt auch publik geworden ist, das sind gerade die unabhängig von den Macs und der Qualität davon, sind auch so ein paar Goodies, die halt dabei halt auch ausgeschüttet worden sind. Im Besonderen sind es die Würfel, die für große Kritik gesorgt haben. Ich meine, das sind diese Standardwürfel, wie man sie in Amiland kennt, ne, quadratisch praktisch. Die Verarbeitung davon war allerdings nicht unbedingt das, was man erwartet hat. Also da waren manche Würfel, die halt verschmiert waren. Welche bei denen hat die Farbe in den Löchern gefehlt. Ja, die sind vor allem ab. Oder leicht zinkt. Ja. Also ich habe einen in der Würfel, immer eine 6. Ja. Und das ist so eine Sache, ich will jetzt wirklich niemanden irgendwie großartig darstellen, aber ich habe da oben noch so ein paar Würfel mit 36er-Emblem. Ja, ich auch. Unwesentlich. Und die hatten eine bessere Qualität als das, was die da bestellt hatten. Definitiv. Es war vielleicht auch eine Sache, dass man sich auf jemanden eingelassen hat, der einen sehr guten Preis
abgegeben hat und schnell lieferfähig war. Ja, das sind bestimmt original MAGA US-Fabrikat. Also, ja, das Thema ist halt in China, du kriegst verschiedenste Qualitätsstufen. Also es ist nicht alles schlecht, was aus China kommt. Ja. Nein. Aber wenn du in China was bestellst, ich weiß nur selber, wenn du selber was machen lässt dort, ja, dann ist das Thema halt, die fragen dich vorab immer, wie viel du fürs Tooling ausgeben willst. Mhm. Und das sind quasi diese Upfront-Kosten. Da mag der Würfel dann vielleicht nur noch 10 Cent kosten, aber sie wollen halt mal Upfront $500 fürs Tooling haben oder so, ne? Korrekt. Du kannst auch $50 fürs Tooling ausgeben, aber dann ist das halt eine, ja, entsprechende Qualität, ne? Ja. Und da glaube ich, haben sie schon bei vielen Teilen ein bisschen gespart. Mal wieder am Ende gespart. Ja, also mal gucken, was die Fanbase macht. Ich bin mal gespannt, was Catalyst momentan macht. Also sie haben eine Umfrage gemacht, um bei der Kundschaft nachzufragen, wie denn so deren generelles Feedback ist. Es war auch nur eine einzige Frage. Es ist also keine Myriade an, wie sind sie damit zufrieden, würden sie es nochmal kaufen, bla bla bla. Mal gucken, was sie daraus machen werden. Die zweite Wave steht ja noch aus. Vielleicht möchten sie uns da dann halt auch ein bisschen überraschen. Eine Sache, mit der sie uns definitiv überrascht haben, ist die erste Box mit ausgefertigten Charakteren, also mit den Artworks, ist mitgeliefert worden. Hatte ich ja schon geschrieben, hat meinerseits aus für viel Lacher gesorgt, weil sich einige Leute da sehr kreativ verhalten haben. Also zur Ausarbeitung der Artworks noch mal ganz kurz zusammengefasst. Man konnte so seinen Charakter von Künstlern ins Battletech-Universum transponieren lassen. Dazu musste man dann Bilder machen, weil es wurde, das war als Eingangskriterium und dann noch so ein paar typische Sprüche, bla bla bla. Und jetzt bei der ersten Box mit diesen Karten war wirklich einer dabei, der hat natürlich nichts Besseres zu tun gehabt und hat halt ein Kinderfoto mitgeschickt. Ob es nun er ist oder einer von seiner Kinder, weiß ich nicht, aber hilarious. Fand ich cool. Mhm. Ona ist noch nicht dabei, aber wir haben ja noch. Noch. Wo da ein Update dabei ist, die letzten Zahlen haben auch leider gezeigt, dass sie damit ein Riesenproblem haben, weil sie wieder ihre anfänglichen Erwartungen nicht damit gerechnet haben, dass es so viele Battletech-Nerds gibt, die so viel Kleingeld haben, dass sie wirklich einen Charakter haben wollen. Dass sie momentan auf 2700, 2800 Charakteren hängen, die sie noch aufarbeiten müssen. Bereits aufgearbeitet haben. Wir reden hier von einem finanziellen Gegenwert, der dahinter steckt, von knapp eine halbe Million Dollar. Und wow. weil sie schon gewusst haben, dass das eine Aktion ist, also so ein Artwork aus einem Bild zu machen, braucht ja auch seine Zeit. Mhm. Und bei so vielen Leuten, die kann man ja quasi gar nicht effektvoll irgendwo platzieren. Also wenn man mal guckt auf so einen klassischen Battletech-Roman, also ich glaube, die Höchstanzahl an tatsächlichen Personen, die ich da mal gesehen habe, waren 4 Leute oder so. Also wir hätten... Bei der Battletech-Veranstaltung 4 Leute? Nee, bei Büchern. Bei Artworks für Bücher. So. Ja, stimmt. Also eine Handvoll. Also, und sie haben ja schon gesagt, dass das eine Resonanz ist, mit der sie nicht gerechnet haben. Nichtsdestotrotz möchten sie natürlich auch das Angebot, was sie gemacht haben, ehren. Aber wenn die Leute so nett wären und darauf verzichten würden und stattdessen einen Gutschein bekommen würden, fänden sie das toll, weil dann würden sie nicht bis ins Jahr 3075 mit Artworks beschäftigt sein. Ich glaube nicht, dass das viele machen, oder? Nein, Onai will gefälligst in Battletech frisiert sein Counterfire. Mal gucken. Also da ist auf jeden Fall noch was dahinter und sie sind im Moment am Ausknobeln, wie sie das machen wollen. Man darf gespannt sein. So ist es. Also ich muss kurzer Rant auf Kickstarter. Kickstarter ist halt einfach scheiße für sowas. Mhm. Gibt es ganz, ganz viele bessere Dinge. Ich weiß, es gibt mal
Ulysses, die ja auch hier die für Battletech machen, die machen das auf Game on Tabletop und da kann da halt sagen, von dem gibt es nur X. Das gibt es zwar bei Kickstarter auch, dass du das begrenzen kannst, aber ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass sie so viele Bestellungen bekämen. Ne? Die haben gedacht, da werden 100 Leute was schicken oder was, ne? Ja, da hätten sie auch 100 gemacht, aber später, sie hätten es ja irgendwann auch begrenzt können. Ja, spielt jetzt keine Rolle mehr. Ist zu spät. Und ich glaube nicht, dass es an der Plattform lag, sondern einfach daran, dass das Catalyst das arg unterschätzt hat. Okay. Ja, wir werden da sehen, was da noch kommt, ne? Mal so zum Vergleich. Mhm. Also Catalyst ist ja nicht, was Battletech angeht, also und damit meine ich das Tabletop, was damit bedient werden soll, hat Catalyst ja nicht, war denen ja nicht die Vorreiter, die bei Kickstarter eine Kampagne gestartet haben. Ironwind Metals hat, glaube ich, zwei Produktreihen über Kickstarter finanziert bekommen. Das waren unter anderem Word of Blake Lambs, also Land Air Max oder zu Deutsch Flum. Wenn man da mal geguckt hat, was die Resonanz war, da waren dann so 100, 150 Leute, die gesagt haben, yay, ich will noch mehr Zinnzeug haben. Wenn man dahin geschielt hat und dann halt dementsprechend auch geguckt hat, was sie sich so am Anfang vorgenommen haben und was sie dann innerhalb von den Wochen dann nochmal als zusätzliches Add-on hinterhergeschmissen haben. Da muss man sagen, die sind damit überrannt worden mit dem Projekt. Aber ich gebe euch recht, das hätten sie irgendwo deckeln sollen. First come, first serve hat bisher immer funktioniert. So sieht's aus. Okay. Dann schauen wir mal, was da mit der zweiten Welle so passiert. Genau, zweite Welle. Genau. Plüsch, Herbie! Ja. Genau. Ja, wie schaut's aus? Gab's Kommentare zu uns? Ja, unter anderem hat der Carsten gefragt, ob wir wissen, ob es für Battletech von HBS noch weitere Erweiterungen geben wird. Also ich sag mal, ich glaube nein. Da die Firma, die hinter HBS Battletech steht, so wie es aussieht, alle ihre Ressourcen schon in ein neues Projekt schüttet, was man so hinter den Kulissen hört. Zudem hat einer der Chefentwickler gesagt, das nächste, was sie machen müssten eigentlich, wenn sie jetzt quasi chronologisch weitergehen würden, wäre eine Clan-Invasion. Und da haben sie kein Interesse dran, weil er irgendwie gesagt hat, Balancing Nightmare. Oh, echt? da haben sie scheinbar kein Interesse mehr dran. Und wenn man so die Geldgeber, die hinter der Firma stehen, kurz mal researcht, dann merkt man auch, das ist so eine Firma, die gern Franchises aufkloppt, ja, weil die haben auch Shadowrun, glaube ich, gemacht und so weiter, ne? Und bringen dann ein bisschen was raus, um quasi diese Fanbase ein bisschen zu bedienen und abzuzocken. Jetzt mit durchaus guten Dingen, also mir hat auch das Shadowrun sehr gut gefallen und ich habe auch Battletech angespielt. Also durchaus mit guten Dingen, aber halt ein bisschen die Kuh melken, ja, und dann machen wir das nächste Projekt. Ja, ich meine, ganz ehrlich, es wird ja auch immer langweilig. Das darf man nicht vergessen, ne? Also ich würde das jetzt nicht nur auf unlautere Methoden oder total fair. Ist ja ein gutes Konzept, in dem du sagst, okay, ich gebe dieser Fanbase was, ja, und durchaus ein gutes Produkt. Also ich habe Battletech ja gern gespielt. Mir hat das Spiel grundsätzlich gefallen, auch die ganzen, und mir gefällt es ja noch immer, weil die Community bringt ja viel raus an Erweiterungen und so, ne? Also das ist ja okay. Aber ich glaube nicht, dass es von der Firma, also von HBS selbst noch geht. Ja. Also das glaube ich jetzt auch, also sehe ich in absehbarer Zeit nicht. Ich glaube erst, wenn sich wieder irgendwo anders ausgetobt haben und da Geld mit verdient haben und Langeweile haben oder vielleicht auch mal Geld brauchen. Weil man hat das wahrscheinlich auch gemerkt, dass das Hauptspiel hat sich super verkauft. Dann Season Pass hat sich nicht jeder. Das erste Add-on wird sich noch ganz gut verkauft haben. Das zweite dann so mäßig und das dritte wahrscheinlich dann so, ne? Und sowas entscheidet, wenn die jetzt da mal das dritte Add-on sich absurd gut verkauft hätte. Dann wären sie doof, ja, mit einem Klammerbeutel gepudert gewesen, das Ding quasi wieder einzumotten, beerdigen, wäre jetzt der falsche Begriff. Aber das wird einfach so gewesen sein, dass sie gesagt haben, ja, pass mal auf, jetzt lassen wir erstmal wieder ein bisschen die in Brach liegen, damit wir auch die Begeisterung wecken, weil du kannst sowas halt dann auch, man sieht es ja an MWO,
die ersten ein, zwei Jahre haben sie uns die Bude eingerannt. Alle, die früher Battletech gespielt haben, haben MWO gespielt, bis auf ein paar Hardliner, die gesagt haben, MacWarrior Legend, Living Legends ist besser und MWO, sie haben uns so viel versprochen und alles ist doof. Aber ich sag mal, 9 von 10 Spielern sind erstmal aus der alten Riege geblieben. Und dann hat sich das halt irgendwann abgearbeitet und dann sind die Leute so nach und nach abgewandert und haben plötzlich, keine Ahnung, hier, wie heißen die Dinger da, Player Battle Unknown und PUBG und so eine Scheiße gespielt. Ne? Und das muss dann erstmal wieder eine Weile ruhen und dann irgendwann kommt es dann wieder mit vielleicht der nächsten Generation an cooler Grafik, wo man sagt, Mensch, jetzt ist es wirklich schon fotorealistisch oder so. Mit VR vielleicht noch, oder? Ja, absolut. Also ich sag mal so, ich finde das dann an der Stelle gut, dass sie halt im Vorfeld, also an diesem Punkt schon die Reißleine ziehen. Weil dein Vergleich mit MWO war richtig, da hat man das Ganze unheimlich lang gezogen. Bis dann halt zu dem Punkt kam, wo sich überhaupt nicht mehr geäußert wurde, wie es jetzt weitergeht. Und dann muss man halt jetzt mal gucken, wie es da weitergeht. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn sie dann halt, ich sag mal so, ganz klar signalisieren, es ist gut so, wie es ist und wir möchten da jetzt nicht noch weiter drauf rumreiten, um uns halt finanziell dann halt endgültig abzuschießen. Ja, ganz genau. Ja, kann man grundsätzlich verstehen, wobei jetzt diese Add-ons jetzt auch nicht so grandios waren, wie ich mir von Add-ons erhofft hätte. Also ja, meine persönliche Meinung. Das würde ich unterschreiben. Also das Flashpoints fand ich noch ganz gut. Wegen dieser neuen Spielart, aber man kennt das ja von den Mods halt schon. Mhm. Aber so richtig, der Burner war jetzt keiner davon. Und vor allem, was mich halt super geärgert hat, wenn du schon Wiseman dabei hast und du hast Lore-Experten dabei, meine Fresse, warum bringe ich den Hatchetman bei einer Landerweiterung und mach deine Stadterweiterung und bring dann den Raven? Also das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Du hättest das so schön thematisch halt aufziehen können, dass es auch gut gepasst hätte und vor allem immer nur da unten rumdümpeln in diesem verkackten Bereich, ne? Und wo es halt wirklich super langweilig ist auf Dauer. Warum haben sie den Raum einfach nicht mehr erweitert, dass man mal Richtung Kern geht und halt die anderen Häuser auch ordentlich kennenlernt? Vor allem, was haben Kurita und Liao Kurita und Steine die ganze Zeit da unten zu suchen? Das ist überhaupt nicht deren Ecke. Also da haben mich auch bei HBase Battletech so gern, ich die Spielmechanik habe und ich mochte auch die Kampagne, das Setting drumherum, da hat vieles für mich nicht gestimmt. Stimmte. Ja, moving on. Ja, nur noch eine kurze Sache dabei, um das Ganze abzurunden und dann ein Mech einzuführen. Bullshark oder wie hieß er? Weiß ich nicht. Der nach Battletech Konstruktionsregeln nicht existieren durfte. Ja. Das ist richtig. Das ist so Sache, ne? Also, ich meine, wir sind hier bei Battletech, nicht bei Logitech, aber wenn man sich schon gegen die eigenen Konstruktionsregeln irgendwie massiv dagegen stößt. Ja. Ja, da gibt es ein paar Sachen, die mir auch echt nicht gefallen haben und wo ich glaube auch so ein bisschen sie die Community auch ein bisschen verloren haben. Weil wir hatten uns ja alle gehofft, dass hier Vierte Nachfolgekrieg und Ronin-Krieger und so weiter, dass einfach mehr drin ist, ne? Da war so viel Potenzial drin und du hast ja auch die Charaktere getroffen hier, Morgan Kell und so weiter, ne? Aber alle immer so Nebengeschaukriegsplätze, ne? Du bist ja der große Held. Du konntest ja nicht wirklich weiter aufsteigen. Deine Karriere war ja im Prinzip dann wirklich beendet. Du hast am Ende der Kampagne deine Assaults da im Dings gehabt. Und es gab keine ernsthafte Progression mehr. Ne? Also klar, ich habe mehrere Kampagnen auch gespielt, ohne Söldnerkarrieren, ohne die Mission, die ich ja wahnsinnig pushen von der Kohle her. Ist ja abartig, was du da an Geld in den, sorry für die Ausdrucksweise, aber in den Arsch gesteckt bekommst. Das hat dann schon herausfordernd, vor allem mit den Mods hier, mit der Commander's Edition 3025, da spielt sich das Spiel auch grundsätzlich so, wie ich mir das vorstelle. Vor allem auch, du kriegst monatliche Updates, was in der Innosphäre passiert, Nachrichten-Updates von ComStar, die sind manchmal interessant, manchmal lustig, manchmal auch irgendwie ein bisschen strange, vor allem ComStar mit ihrem ganzen Propagandazeug, dass sie wieder irgendwelche Hilfscamps an der Peripherie, wo es gerade so schlimm ist, und dass sie da wieder eine Hilfs-, also die, so die guten Samariter, und du weißt ganz genau, ho, 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 ComStar, ja, genau, ihr seid die hilfreichen Samariter. Mhm.
Und es gibt der Sache so viel Flair. Und das hätte den echt doch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, solche Sachen zu machen und die Innosphäre zu erweitern. Und vor allem, dass dann auch Grenzverschiebungen stattfinden. Wenn es dann zum Jahr 3028 kommt, verändert sich die Innosphäre. Und das ist halt in der normalen Kampagne, da unten, wo du rumdümpelst, halt null. Und da muss ich sagen, irgendwo, entweder hatten sie keinen Bock mehr oder ich weiß es nicht. Aber da haben sie, glaube ich, auch viele, auch mich so ein bisschen im Galopp verloren. Hm. Oh. Sie haben halt am 11. Februar nur noch gesagt, okay, wir sind fertig. Ja. Genau. Ist ja auch grundsätzlich okay. Mhm. Aber ich glaube, daher wäre noch mehr drin gewesen. Ja. Das ist irgendwie ein klassisches Ding bei Battletech. Ja, es wäre mehr drin gewesen. So egal bei was, irgendwie ist es bleibt immer ein, es wäre mehr drin gewesen. Ja, das Lustige ist, jetzt kommt die Fangemeinde und die dann halt sagt, ist okay, ihr seid fertig, dann können wir uns ja jetzt austoben. Mhm. Aber ist auch irgendwie kacke. Ja, also was heißt kacke? Kacke ist das nicht. Ich finde Fansachen einfach grundsätzlich super, weil ja. Eine lebende Community ist immer besser als das nur, was die Entwickler einem vorsetzen. Ich meine, guckt ihr doch mal, was wären die ohne die ganzen Fanmods gewesen, ne? Also auch Blizzard hat sich sehr von seinen Fans inspirieren lassen. Ne? Mhm. Das Doofe ist halt nur, wenn dann der offizielle Support nicht nachkommt. So Blizzard hat ja unglaublich viel aufgegriffen. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Nicht die Fans sollten weniger machen, sondern der fucking Hersteller. Mehr meinst du? Der sollte mehr machen. Der sollte mehr von dem aufgreifen, was die Fans vormachen. Ich habe den Typen mal kennengelernt. Das ist ein Deutscher, der hat Half-Life TV damals entwickelt, um halt Matches halt zu streamen, noch lange bevor es Twitch gab, damit die Leute sich halt die Half-Life-Matches und Counter-Strike und so weiter halt angucken konnten. Ne? Mhm. Was hat Steam gemacht? Die haben den einfach mal angeheuert, haben ihm einen super Job gegeben und haben ihn nach Kalifornien geholt. Und so muss das halt laufen. Ne? Mhm. Gibt es auch Negativbeispiele aus dem Star Wars Universum, aber ja, das stimmt. Cooles Artwork. Musst du nicht, darf man nicht nur anteasern, jetzt musst du auch mehr erzählen. Also Star Wars ist ja auch jedem bekannt. Wer es nicht kennt, was habt ihr die letzten 20, 25, 30 Jahre gemacht? Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, das ist gerade jetzt auch mit Episode 9 ist das auch wieder hochgekommen, dass das Star Wars Franchise sich leider ohne sich an Urheberrechte zu irgendwie zu halten, sich Fan-Designs geklaut haben, diese auf Defiant Art und wie auch immer überall gefunden haben und haben die dann einfach mal so schamlos in ihre Comics reingedrückt, beziehungsweise auch in dem Kinofilm. Das muss man einfach mal so sagen. Die TIE Fighter mit den 3X-Flügeln, die gab es blöderweise einige Zeit vorher schon bei Defiant Art, inklusive perfekt 3D-gerenderten Modellen davon. Da hat sich das Star Wars-Franchise auch keine Freunde mitgemacht, dass die halt auch ohne, also es wurde von einigen, die diese Designs gemacht haben, wurde ganz klar gesagt, wir haben überhaupt nichts dagegen, dass diese Designs verwendet werden, aber die Art und Weise, wie es gemacht worden ist, und zwar einfach sang- und klanglos vor vollendete Tatsachen gestellt zu bekommen, das herzlichen Glückwunsch, im neuen Comic ist jetzt halt mal ein Sternzerstörer-Design von dir drin, aber du kriegst dafür gar keine Anerkennung. Das ist halt nicht schön. Nee, das geht gar nicht, das ist einfach schlechter Stil, ne? Muss man wirklich mal sagen. Aber grundsätzlich ist das, also ich finde, wenn es vernünftig gehandelt wird von der Firma, sich von der Fanbase inspirieren lassen und die dann auch mit ins Boot holen, da profitieren halt alle davon. Ne? So ist es halt aus. Genau. Und finde ich jetzt bei der Battletech-Community, finde ich das noch ganz, ganz sauber, was das angeht. Also man sieht ja auch immer wieder, dass es regelmäßige Konglomerate gibt. Was wird jetzt kennen, was wird jetzt kein kennen? Und viele von den Fan-Designs, Fan-Stories, wie auch immer, werden dann halt kennen. Und das finde ich dann halt auch, das hat auch was mit Anerkennung zu tun, dass die Leute sich halt, die machen das nicht hauptberuflich, sondern die setzen sich hin, machen das für die Fans, für ihre Leute und die Anerkennung dann vom Franchise zu bekommen und zu sagen, super Sache, finden wir toll, das wird Teil unseres Universums, das finde ich super.
Ja, es ist ja, ist der Star Wars und der Disney auch total vorbildlich. Ne? Die haben sich angeguckt hier bei Star Trek Mary Sue. Oh, wie geil, machen wir auch, Rey. Hm. Ja, auf das will ich jetzt gar nicht eingehen, aber man kann es ja auch kleine Seitenhieb. Man kann es jetzt auch richtig machen mit den Artworks, ja. Wie zum Beispiel eben Star Trek. Ja. Die haben ja sowohl für diese große Action-Sequenz Battle of Wolf 359, ne? Und dann auch für den Dominion War Raumschiff-Designs gebraucht, die man schnell aus anderen Raumschiff-Designs zusammenbasteln kann, quasi. Ja. Oh ja, da sind ganz hässliche bei rausgekommen. Sind ganz hässliche auch dabei, aber da haben es eben sehr viele von den Designs Sinn aus der Community. Und die sich ausgewählt haben, da haben die Leute dann auch tatsächlich quasi Art-Credits auf IMDb und in den Credits bekommen. Mhm. Das ist dann okay. Ja, also, ja dann wahrscheinlich wurden die auch vorher gefragt dann, ne? Ja, klar, die haben auch gesagt, Freunde, wir machen einen Wettbewerb, ja, schickt uns eure Designs und wenn euers ausgesucht wird, kriegt ihr einen Credit, ne? Mhm. Genau. Schlimmstes, aber günstigstes Artwork, schickt's rein. Saucer Section mit einer Nacelle drunter. Genau. Good, this win. Okay, dann, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal noch, es gibt ein neues Buch, das erschienen ist. Olli hat es schon angelesen und Hoshi hat es schon durchgelesen. Die Begeisterung. Mhm. Ja, Hoshi, fang du mal an. Nee, ich will das nicht dir vorwegnehmen. Es ist ja dein Buch. Ja. Na, also, Children of Kerensky heißt es, von Blaine Lepardo. Und ich habe die Ehre, dass da ein Supporting Character, also wirklich ein doch recht prominenter Nebencharakter, einen Teil meines Namens trägt. Also der heißt nicht Oliver Hake, aber der heißt Hake Zhukov, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Und der ist ursprünglich ein Snow Raven. Und die Snow Raven haben die Besonderheit, also Clan Snow Raven, dass sie zum einen zwar auch sehr viele Mechkrieger haben, aber auch ihre Marine sozusagen oder ihre Raumstreitkräfte wirklich die Creme de la Creme sind, was zu den Clanern halt so zählt. Ne? Und mein Charakter hat sich besonders hervorgetan, und zwar ist er ein Arise Star, also ein Rising Star, ein aufstrebender Stern. Und auf den hat ein kleines Wölflein sein Auge geworfen, denn dieser junge Wolf, der hegt den Traum, der Ill-Clan, also seinen Clan zum Ill-Clan zu machen, also der erste Clan, der Terra betritt und damit auch Terra regiert und damit sozusagen die vorherrschende Stellung unter den Clans und damit auch der gesamten inneren Sphäre dann halt einnimmt. Und sein Plan zieht sich über mehrere Jahrzehnte hin und er sucht sich sozusagen seine Mannschaft zusammen. Auch eine Kerensky von den Wölfen im Exil schafft er es dann für sich zu gewinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, ein Geisterbär ist da später auch noch mit dabei, ein Elementar. Und weil er gesehen hat, dass alleine ist das nicht zu schaffen, alleine wird man diese Aufgabe nicht bewältigen können, also holt er das A-Team zusammen. Ne? Mhm. Und die Idee finde ich auch total super und ich finde, mein Charakter ist auf jeden Fall auch sympathisch, würde ich jetzt nicht sagen, also er ist gut angelegt und ich finde es cool, dass das ein Marinemann ist sozusagen, weil mich die Marine auch sehr stark interessiert und ich auch für World of Warships gespielt habe. Und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich da so eine doch relativ wichtige Rolle habe. Jetzt kein Hauptcharakter, aber doch eine wichtige Nebencharakter. Aber diese Zeitsprünge, die stören mich schon. Und man muss weitere Bücher gelesen haben, um die ganze Geschichte zu verstehen. Und das ist so mein Kritikpunkt an diesem Buch, dass man eigentlich erst die anderen Bücher gelesen haben muss, um dieses Buch, Children of Kerensky, überhaupt richtig genießen können. Weil auf einmal machst du einen Zeitsprung von 10 Jahren, zack, und bist an der Stelle und dann wird über Sachen gesprochen, die offscreen passiert sind in einem anderen Buch. Und dann denke ich mir, na super. Und das ist so eine Sache, die mir bei dem Battletech-Roman der letzten Jahre, muss ich sagen, auch tendenziell negativ aufgefallen ist, dass die Stringenz verloren gegangen ist. Früher war es so, in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre,
du hast ein neues Battletech-Buch gekauft und du kannst davon ausgehen, dass die Story auch zu einem Zeitpunkt spielt, wo aktuell die Timeline ist. Und damit bist du mit der Geschichte durchgewachsen. Ich habe ja nochmal alle Battletech-Bücher von der Schwert und der Dolch bis zum Ende des Civil Wars gelesen in den letzten Jahren und war angenehm erstaunt, dass die meisten davon relativ gut gealtert sind. Ist jetzt keine hohe Literatur oder so, ne? Aber sie sind gut gestaffelt. Du kannst der Story meistenteils gut folgen. Sie bauen aufeinander auf. Man wird nicht großartig gespoilert, ne? Und man wächst sozusagen mit den Figuren mit und baut dadurch eine Beziehung auf. Und dieses Inselhopping, so würde ich es jetzt mal sagen, was die Battletech-Romane der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts so auszeichnet, das nervt mich wahnsinnig. Ich habe so krampfhaft danach gesucht, welche Bücher muss ich jetzt wann gelesen haben, um der Story auch vernünftig folgen zu können und nicht gespoilert zu werden. Es war nicht möglich. Und das stört mich an dem Buch, unabhängig von der Story und den Charakteren. Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde das Buch interessant, prinzipiell, ja. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht geschrieben oder so, sondern es ist. Nein, um Gottes Willen. Es gibt auch einige sehr, sehr charmante Szenen in dem Buch. Genau. Und ich will jetzt gar keine Spoiler machen oder so, ja, aber für mich beschreibt es am besten bei dem Buch eben, was Olli schon gesagt hat, wenn du die Vorgeschichten und die Zwischengeschichten in diesen Zeitsprüngen nicht kennst, bist komplett aufgeschmissen. Und selbst wenn du sie kennst, dann ist das Wort, was es für mich am besten ausdrückt, ist es mühsam. Es ist teilweise wirklich mühsam, das Buch zu lesen, weil du, also und ich habe das Gleiche gemacht wie Olli, also ich habe jetzt ist es auch schon wieder ein paar Jahre her, ich habe alle Bücher quasi von vorne nach hinten nochmal durchgelesen, bis auf Dark Age. Und wie Olli sagt, die meisten Bücher sind wirklich gut gealtert. Ja? Also es macht Spaß, hat Spaß gemacht, die nochmal zu lesen. Ja? Und bei dem Buch ist wirklich so, vor allem in den alten Büchern, selbst mit Charakteren, die dir nicht gefallen haben, hattest du irgendwann eine emotionale Bindung. Also ja, ist so. Also auch manchmal eine negative, aber das. Genau, okay. Also du wolltest Sun Tzu Liao einfach in die Fresse treten, aber egal, ja. Also du hattest eine emotionale Bindung dazu, ja. Und irgendwie fehlt das bei mir auch ein bisschen. Ne? Also ich weiß nicht, weil das Buch selbst mühsam ist, dass ich keine Bindung zu den Charakteren drinnen aufbaue. Ja? Obwohl, also manche durchaus ihre charmanten Seiten, Ecken, Kanten haben und so, und das auch gut beschrieben ist, ja. Jetzt würde ich eher sagen, wie so ein Biopic vielleicht, so könnte man sagen. Ja. Ne? Man hüpft so durch die Geschichte, durch die wichtigsten Stationen der Figuren und dann am Ende kommt, das war ihr Leben. Ne? Und vor allem, ich weiß, dass es viel besser geht, weil wenn du zum Beispiel einen meiner Lieblingsromane durchliest, oh Gott, und jetzt fällt mir der Titel nicht ein, auch von Blaine Lepardo oder wie? Battletech, wie heißt es? Heir to the Dragon. Ja, genau. Auch der springt, aber der trotzdem. Der springt teilweise wirklich in der Zeit. Du hast aber wirklich immer quasi so den Hook mit dabei. Du musst keinen anderen Roman gelesen haben, um diesen Roman zu verstehen, obwohl er teilweise drastische Zeitsprünge macht. Du hast wirklich die komplette emotionale Bindung zu dem Hauptcharakter in diesen ganzen Zeitsprüngen drinnen und weißt quasi, durch welche emotionalen Dinge der durchgeht. Und gerade diese massive Emotion ist es, die mir gerade an dem Buch dann so gefällt. Ja. Und das fehlt mir in dem Roman irgendwie komplett. Das ist eher, wie du sagst, das hat irgendwie mehr was von der Dokumentation. Das musste auch mal gesagt werden, so nach dem Motto. Ja, ja, genau. Es ist so ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Stationen. Und es ist für einen Fan nett zu lesen. Ich glaube aber eben auch nicht, also ich glaube, dass Battletech auch irgendwie jetzt Romane bräuchte, die, wenn sie neu rauskommen, weil wenn was neu rauskommt, dann liegt es eventuell auch irgendwo mal im Laden oder was weiß ich wo, ja. Oder halt prominent auf irgendeiner Download-Plattform, ja. dann, naja, auch legale. Ja. Kindle, ne? Dann hast den vielleicht gehuckt, den der das neu liest, ja? Und der denkt sich, oh, da muss ja noch viel mehr dahinter sein und fängt dann die alten Romane an zu lesen, ne? Wäre eine super Sache.
Und das ist definitiv kein Roman, der sowas macht, sondern das ist wirklich Fanservice-Biopic, der Roman. Ja, und das weiß ich nicht. Also es gibt ja so einzelne Bücher, die mir auch gut gefallen haben von den neueren. Also es ist jetzt auch wirklich nicht mehr neu. Embers of War war ja auch so ein zusammengestöpselt, aber der zum Beispiel bringt noch so das MacWarrior-Feeling rüber, hat aber wirklich einen sehr kleinen Konflikt auf einem Planeten, der zwar ins größere Bild passt. Ne? Mhm. Aber bei dem konnte ich mich sehr schnell auch mit den Charakteren identifizieren und du hast trotzdem ein Gefühl für das Bigger Picture bekommen, dass du da, dass das sich da zeigt. Ne? Und das ist hier, ja, also da leider nicht so. Und das finde ich schade, so eine Missed Opportunity. Auch bei Heir to the Dragon, also Erbe für den Drachen, hätte ich mir damals gewünscht, dass es lieber eher 2 oder 3 Bücher, also 2 wäre wahrscheinlich von der Länge der Geschichte angemessen gewesen, auch da fand die Zeitsprünge nicht gut. Trotzdem fand ich, ist man mit Theodore Kurita unglaublich schnell warm geworden. Und das war das Buch am Ende des Tages, das mich mit Wölfe an der Grenze dazu gebracht hat, Kurita zu werden. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Also, und die Charaktere bleiben merkwürdig distanziert. Und das finde ich echt schade. Man kriegt auch so nicht so die Schwächen mit und die menschlichen Aspekte, sondern die sind so fokussiert auf das, was sie tun. Und irgendwie gelingt das auch irgendwie alles immer. Und das darf nicht sein. Helden müssen auch regelmäßig versagen. Das wird dann so offscreen erzählt. Ja, der Held trifft dann auf die Kerensky und wird von ihr gefangen genommen und gefoltert und talala, ne? Und ja, dann wollen wir ihn retten. Ach nee, er ist schon frei. Okay, also zurück zum Plan. Alles ist gut und wir können weitermachen mit der oberen Terrasse. Und wieder ein Zeitsprung von 10 Jahren. Das hat, also da an der Stelle haben sie mich echt im Galopp verloren. Mhm. Ich bemühe die Phrase gerade sehr häufig, aber es ist tatsächlich, das fand ich ein bisschen schade. Und das würde ich mir, oder das wünsche ich mir anders einfach von Battletech, weil das ist das, was für bei Battletech die Romanserie früher immer für mich ausgezeichnet hat, dieser hohe Maß an Stringenz und diese durchgängige Story und das mit der Story wachsen. Das ist inzwischen für mich komplett flöten gegangen. Genauso wie es bei Star Wars für mich flöten gegangen ist, dass man früher mal den Eindruck hatte, George Lucas folgt einem großen Masterplan in seinem Kopf, auch wenn das so nicht ganz stimmt. Aber hat zumindest darauf geachtet, dass die Filme, die also, wie sagt man, mir fällt das Wort gerade nicht ein, wenn ein Film akzeptiert ist vom großen Meister, dann ist er Kanon, ne? Mhm. Dass zumindest die Kanon-Sachen in sich logisch sind, aufeinander aufbauen und sich nicht widersprechen und die Charaktere auch in sich logisch handeln. Und genau, er hat ja ein fixes Ruleset einfach. Genau, und das haben sie mit den Sequels, mit den neuen Star Wars-Filmen 7, 8, 9. diesen Mythos bei Star Wars zerstört, genau wie die neueren Battletech-Romane, durch natürlich auch Faser, Wizkids und weiß der Teufel wer, ne, Catalyst, einfach natürlich durch viele Hände gegangen ist. Aber man merkt, wenn so viele Köche daran beteiligt sind und manche Köche auch gar keine Lust auf dieses Menü eigentlich haben, wie sehr dann die Qualität darunter leidet. Egal, wie sehr sich jetzt die einzelnen Protagonisten, also die Autoren, dann auch bemühen. Mhm. So ist es. Jo. Ja, ganz kurz, ich möchte noch eins dazu sagen, behalte den Gedanken. Ich denke, jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, ist der undankbar. Der wird ja schon in einem Roman erwähnt, bekommt eine prominente Figur von einem der wichtigsten Battletech-Autoren der letzten 30 Jahre. Diese Figur ist auch noch gut und trägt eine wichtige Rolle und er motzt auch noch über das Buch. Nein, ich beschwere mich nicht über die Figur, sondern über das Buch an sich und wie die Bücher in den letzten Jahren aufgestellt sind, ne? Nicht die Figur an sich. Und ich freue mich immer noch wahnsinnig. Das wird man mir nicht mehr nehmen, außer irgendjemand schaltet mal das Internet ab und alle Kopien werden verbrannt der Bücher. Und ich finde, es ist eine wahnsinnige Ehre. Und ich werde mich auch weiterhin darüber, über diesen Aspekt unglaublich freuen. Man hat aber eben bei den Urbüchern auch gemerkt, wie du sagst, es muss jemand dahinter sein mit einer Vision. Und bei den Urbüchern hatte zuerst am Anfang hat man Stackpole dann das Ruder in die Hand gegeben und alle anderen Autoren mussten ja quasi der Stackpole-Timeline folgen. Genau. Egal, was man über Stackpole sagt. Ich habe auch über Stackpole oft geflucht, aber ja, der Mann war für die Serie Gold wert. Wir dürfen Stackpole auf Knien danken, dass er im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Genau. Und danach hat der Stackpole quasi das ganze Ruder an Coleman übergeben. Das war auch noch gut, ja? Das war noch okay, ja. Und der hat aber relativ schnell
weil ich weiß nicht, ist ihm das Ruder aus der Hand gelaufen oder so, dann irgendwann die Flinte ins Korn geworfen und dann ist alles irgendwie zerfranst. Ne? Im Chaos versunken. Ja, aber das war durch den Übergang von Faser zu Biscuits. Also ich glaube, genau, ja, darauf hatte Coleman dann einfach keinen Bock mehr. Mhm. Ja, das hat das Ganze in eine Richtung gedrückt, ja. Hm. Und du brauchst jemanden mit einer Vision, ne? Sieht man auch wieder, sieht man ja auch am MCU. Ohne Kevin Feige wird es das nicht geben, ne? So sieht's mal aus. Oder guck dir jetzt an, was mit Mandalorian beginnt zu entstehen bei Star Wars wieder, ne? Genau. Jon Favreau, ne? Dave Filoni, genau. Und die haben eine Vision, was mit Star Wars passiert. Und dieses zarte Pflänzchen, das wird ja jetzt noch weitere Triebe hoffentlich, ne? Mit weiteren Serien und so einer Art Star Wars MCU. Nicht auf Basis von Filmen anscheinend, sondern eher auf Serien, was ich total reizvoll finde, muss ich sagen. Also die Idee. Mhm. Es gibt einige Gerüchte dazu, aber wir sind kein Star Wars Channel, deswegen machen wir das. Ja. Ach scheiße, verdammt. Was ich dazu zum Thema Bücher sagen wollte und so Zeitsprünge in Büchern und auch zwischen Büchern, finde ich das einfach nur Grütze. Ich hatte das mal bei Star Trek Titan. Da ging es mit Nummer 1, hat ja sein eigenes Schiff, die Titan, bekommen. Und da wurde dann auch so mit den Borg alles aufgeklärt. Aber irgendwann hieß es so, und jetzt die letzten 6 Monate ist ja das und das, ist ja irgendwas passiert und deswegen sind wir jetzt hier. Dann habe ich mir es angehört, das Hörbuch, und dachte mir, wollt ihr mir gerade sagen, ihr habt das nicht Universum umgeworfen, aber hier da große Dinger und das ist hier so in so einem Nebensatz. Warum habt ihr das nicht hier in die Reihe eingefügt? Nein, das war dann eine extra Reihe, also mit 5 oder 4 Büchern. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, oder 3. Vielleicht waren es auch nur 3, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist Laziness. Genau das ist das, was ich anprangere. Ne? Das darf nicht sein. Da verlierst du die Leute. Ja, genau. Vor allem, du wirst deswegen, ja, dass was gespoilert, indem du einen Sprung hast und du kriegst ihn ja nicht mit. Und auf einmal wird dir gesagt, ja, so und so war es. Und wenn du Bock hast, ich habe dich jetzt zwar gespoilert, aber du kannst dir nochmal die 5 Bücher dazu reinziehen. Na, genau. Vielen Dank. Das ist ja genau das, was mir bei Star Wars, beim alten Star Wars immer gefallen hat, dass es keine Zeitreise gibt. Ja. Weil irgendein Autor hat mal super schön gesagt, Time Travel is a lazy man's tool. Mhm. Ja. Und man kann das ja sogar dem MCU vorwerfen jetzt mit Endgame. Aber die haben es noch irgendwie charmant um die Kurve gekriegt. Aber du kannst dich einfach in eine Ecke schreiben, wo dir nur noch Zeitreise hilft. Und ich, zur Zeitreise, oder auch dieses, am Anfang der Folge siehst du, wie es ausgeht oder wie die Mitte der Höhepunkt ist. Und dann denkst du, dann geht es 48 Stunden vorher und dann denke ich mir immer schon, so eine Kacke. Genau. Ja. Ja, gut. Gehen wir weiter im Text. Dann nächstes Thema. Die PhoenixCon. Genau. Ich war. Genau. Das dachte ich mir, das wäre mal ganz gut, wenn wir einfach mal sagen, Jungs, ist super, dass ihr in den Zeiten auch noch eine Con auf die Beine gestellt habt. Ich glaube, das war die einzige dieses Jahr. Dementsprechend, also ich habe, Olli hat mir das kurz geschrieben, als er abgesagt hatte. Einen Tag vorher. Genau, ich habe gesehen, dass in den Lettern, wie er am Weinen war. Aber das hier einfach nur ein kurzer Shoutout. Super, Jungs, dass ihr das auf die Beine stellt. Ist immer wieder toll zu sehen, wenn sich die Leute da engagieren. Und wenn ihr das auf Facebook anguckt, was die machen ihre eigenen Mac-Designs, die machen ihre eigenen fucking Zinnfiguren dazu. Ich besitze eine davon, und zwar aus dem vorvorletzten Jahr, glaube ich. Ein Guardsman. Ich habe nicht an mich halten können. Ich habe mir jetzt auch ein Set bestellt. Deswegen ist es ist super, dass dass ihr sowas macht. Es ist wirklich, wirklich grandios. Und hoffentlich macht er nächstes Jahr da an der Stelle weiter. Ich habe übrigens auch von meinem Beitrittsgeld habe ich mir in deren Shop, das hatten sie mir zurückerstatten wollen, super nett, obwohl ich wirklich so kurz abgesagt habe. Ich habe gesagt, ich kann das verstehen, wenn ihr sagt, Mensch, jetzt bist du aber spät dran, das Zimmer ist reserviert, wir können dir nichts zurückerstatten. Hätte ich vollstes Verständnis gehabt, aber sie hätten es mir zurückgegeben, haben mir auch gesagt, oder du setzt die Kohle gleich bei uns im Shop um. Dann habe ich mir gleich so ein großes Map-Set bei denen gekauft. Und ich kriege natürlich noch meine Storyteller-Tasse. Also
soll morgen wohl ankommen, hat Amazon oder wer auch nicht, was Amazon DHL gesagt. Ich bin schon sehr gespannt. Mhm. Deswegen, guck mal rein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen den Shop mal verlinken und ein bisschen Werbung für die Jungs machen, weil die machen wirklich einen super, super Job und ich finde das total gut. Ich möchte aber noch mal kurz sagen, warum ich so kurzfristig abgesagt habe und nicht, dass es irgendwie falsch kommt. Das lag tatsächlich an Corona. Also es war ja schon klar, dass ab Montag dann die härteren oder der Lockdown Light kommt. Meine Kinder haben am Montag, wirklich an diesem Tag, dann auch Geburtstag. Wir mussten ihre Party, wir mussten alles absagen. Und eine meiner Töchter ist leider auch Risikopatientin. Und ich kann als Familienvater nicht übers Wochenende in den Harz fahren, mich mit rund 50 Bettlech-Fans aus der ganzen Republik treffen, mit denen die Zeit verbringen, egal wie gut das Hygienekonzept ist. Und sie haben sich wirklich einen Kopf gemacht. Ich habe die Fotos gesehen. Sie haben das total vorbildlich gemacht. Aber jetzt lass mich doch da mal was mitbringen nach Hause. Und vor allem, selbst wenn nicht, meinen Kindern sagen, ich verbiete euch eure Party, aber ich gehe noch schön Battletech spielen mit 50 anderen. Ey, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Das vergessen ja deine Kinder nicht. Und ich könnte dann auch nicht in den Spiegel gucken. Und ich hätte auch dann keinen Spaß gehabt auf der Con. Und da habe ich gesagt, okay, schweren Herzens sage ich es dann halt ab. Ja. Deswegen, also von meiner Seite aus war die richtige Entscheidung. Es ist halt, ne, Corona is a bitch. Ja. Das ist unberechenbar. Und deswegen. Wir haben auch einen Fall bei uns im Chapter, einen ordentlichen. Ne? Also Gott sei Dank ist er jetzt wieder genesen, aber den hat es ordentlich gebeutelt. Genau, Shoutout zu Damankai. Ja. Inzwischen kann man wieder in aller Ruhe zielen, ohne dass man durchs Gehör gepustet bekommt. Ja, weiterhin gute Besserung in die Richtung. Genau. Bevor wir zum eigenen Thema kommen, wir haben noch die zweite Frage vom Carsten vergessen. Was haltet ihr von Alpha Strike? Schwere Frage. Optisch sehr schön, spielerisch wirklich nur sinnvoll, wenn du wirklich viele Einheiten hast. Ich habe es jetzt mal in der Herbstferienwoche habe ich mit meinem Nachbarn eine Partie hier gespielt. 4 vs. 4, es war taktisch einigermaßen anspruchsvoll, aber irgendwie, es fehlt mir immer was. Also die Reichweiten sind in Relation zur Spielfläche einfach zu groß. Die Trefferwahrscheinlichkeit viel zu hoch. Figuren fallen aus meiner Sicht zu schnell um. Und ich so richtig, mein Fan werde ich da wohl nie werden von Alpha Strike, obwohl ich es optisch natürlich viel, viel hübscher finde als auf irgendwelchen Pappkarten. Aber mit einem ordentlichen 3D-Rennende mit Hexfeldern, kann ich besser mitleben als mit Alpha Strike, muss ich leider sagen. Also ich muss sagen, ich finde es gut, Alpha Strike. Nur es, also ich sehe es als gänzlich anderes Spiel als das Standard Tabletop, sag ich mal. Ja. Beim Standard Tabletop, da musst du halt Zeit nehmen und da müssen alle quasi schon ein gewisses Know-how mitbringen, damit es auch wirklich Spaß macht. Ja. Oder du machst eine ganz kleine Runde, wenn du quasi jemanden neuen einführst oder so. Und Alpha Strike ist wirklich auch was, wo du einfach mal sagst, mit einem Kumpel, der halt auch ein bisschen affin ist, wir machen jetzt mal kurz eine Stunde ein Gefecht, so aus Jux und Dollerei oder auch quasi als Einstiegsdroge für Leute, die noch nie Battletech gespielt haben. Ja, so mal, ne, magst du nicht mal Alpha Strike probieren, eine Runde? Wenn dir das gefällt, dann können wir einmal Tabletop ausprobieren. Also so, für das finde ich es wirklich top. Mhm. Ja, ja. Also wir haben ja ein Beispiel bei uns auch aus dem Chapter, wo jemand dann halt über unser Spielen bei den Chapter-Treffen dann halt drauf gekommen ist. Vorher hat er mit MechWarrior Online angefangen. Fand er so cool, dass sein Sohnemann das mit den Robotern auch ganz toll fand. Und jetzt spielen sie zwischendurch dann halt ein bisschen Alpha Strike. Für die Kids ist das Regelsystem halt unheimlich einfach. Und wenn das denen Spaß macht und man kann gleichzeitig mit der Familie seinem Hobby frönen, ja, go for it. Also für solche Sachen ist es klasse, ja. Weil man muss es mal realistisch sagen, das normale Classic Battletech, wenn man das halt einem 10-jährigen, 12-jährigen Kind beibringt, der ist nach einer halben Stunde, fragt er sich, ob er den Rest des Tages nicht irgendwie Straße legen darf oder so. PS4? Ja. Oh. PS5. Ja, PS5. In der Auslieferung. Also ich finde, Alpha Strike macht mir auch immer sehr viel Spaß.
Was ich nicht so geil finde, sind die Reichweiten, weil wenn du eine LRM oder so hast, du stehst auf der einen Seite und kannst komplett über die Karte schießen. Ist irgendwie, naja. Die Karten sind zu klein. Wir hatten auf dem Chapter-Treffen ja mal diese Riesenkarte von Onai. Das war wiederum ziemlich geil. Also da hatten wir ein paar richtig schöne Gefechte. Ja, du brauchst halt nur elendig viel Platz dafür im Vergleich, ne? Ja, klar. Also wenn du nicht so wie auf dem Chapter-Treffen, was haben wir da gehabt, 8 Tische zusammenstellst. Das ist im Endeffekt, brauchst du so wie in diesen alten Kriegsfilmen oder so mit dir, wo die so über diese riesen Landkarten diese Dinger schieben. So eine Größe brauchst du. Auch so ein Kopier-Schieber, ne? Genau. Ja, genau. Okay, dann. Ja. Wo ist gerade die Spanner Scout-Lanze über dem Ärmelkanal? Ja. Genau. Dann haben wir das Thema vorm Thema und irgendwie sind wir schon eine Stunde. Aber. Dann machen wir jetzt mal das eigentliche Thema, würde ich sagen. Genau. Wo kommt eigentlich Battletech her? Wo hat es sich Inspiration geholt? Kommt es. Genau. Er hat es uns auf die Erde gebracht über den Erzengel Raphael oder so. Haha. Ha, 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 ha. Genau. Blake sei Dank. Na, also. Ja. Aber vorher die erste Frage ist, wer ist denn der Erfinder von Battletech? Also wer hat alle Inspirationen zusammengeklaubt und gesagt, das ist Battletech? Gibt es da einen? Gibt es da eine Person? Die Lizenzrechte hat der Mr. Wiseman. Das stimmt, ja. Dementsprechend ist er legal gesehen der Vater davon. Und Dingsbum Ross Babcock III oder so war ja auch ein ja. Genau, aber der ist ja mittlerweile schon lange raus aus der Nummer. Ja. Aber im Prinzip entstanden ist es 1984 halt bei der Faser. Ja. Genau. Also die Leute haben alle bei Faser gearbeitet, ne? Ja. Ja. Genau. Ja. Und das war sicher ein Team-Effort. Die wollten einfach Spiel rausbringen, das eben auf den recht populären japanischen Mecha-Franchises basiert hat, ne? Nur ganz kurz, die Leute denken, dass sie denken, dass der Odlai bei Faser gerade gekotzt hat, sondern er ist aufgestanden, um uns sein T-Shirt zu zeigen. Mhm. Mit einem Warhammer oder einem anderen Franchise-Unternehmen geklautes Design und dann halt die 84. AliExpress sei Dank. Okay, also sagen wir mal, Wiseman und Freunde haben sich das ausgedacht und Wiseman and Friends, sehr schön. Wiseman and Friends. Und man hört so von Robotech, Battletech, genau, Robitech, Logitech. Wobei Robotech ist ja eigentlich, sage ich mal, die amerikanische Version von. Ja. Also und ist eigentlich genau genommen sogar später entstanden als Battletech. Das ist korrekt. Ich glaube ein Jahr später, weil Battletech ist 1984 rausgekommen und Robotech, glaube ich, 1985. Als TV-Serie in den USA. Ah, okay, also Wiseman konnte in die Zukunft sehen? Genau. Nee, es gab in Japan eigentlich drei Mech- oder Mecha-Serien. Mhm. Nämlich Super Dimension Fortress Macross. Genau, STF-1. Genau. Sehr eingängiger Name, geht locker von der Zunge. Dann Super Dimension Cavalry Southern Cross. Mhm. Und Genesis Simba Mospeda. Ist das mit dem Southern Cross da, mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, oder? Total. Genau. Nein. Nee, hat damit nichts zu tun. aber im Prinzip, das waren drei so japanische Serien und Harmony Gold, USA, hat quasi diese Serien immer schon für uns nach dem Motto, ja, und wollte die halt nach Amerika bringen. Jetzt war es aber in Amerika so, wenn du in Amerika quasi im TV kommen wolltest mit einer animierten Serie, musstest du mindestens 65 Folgen abliefern, damit du quasi reinkommst in irgendeinen Fernsehsender. Und alle diese Mecha-Serien hatten aber nur so 40 Folgen oder so. Und was Harmony Gold jetzt einfach gemacht hat, hat gesagt, kein Problem. Weiß eh keiner, was die reden im Japanischen. Wir nehmen diese drei Serien, schneiden sie zusammen und machen daraus 85 Folgen Robotech. Und das war quasi die erste Robotech-Fernsehserie. Also so quasi ein schönes
ein schöner quasi zusammengemischter Pott, ne? Genau. Eintopf sozusagen. Robotech-Eintopf. Genau. Und damit man jetzt weiß quasi, woher kommen diese Mechs oder so, ne? Der Grundplot war quasi, die Menschen im südpazifischen Raum, ein extraterrestrisches Raumschiff, nehmen die Technologie von denen und funktionieren als erstes, die schauen, glaube ich, auch so wie F-14 oder irgendwie so wie Fighter in quasi Transformer-Max oder so, ne? Mhm. Und der grundsätzlich zuerst sehr spannend klingende Plot ist der, es kommt dann quasi zu einer Alien-Invasion und die halt mit ihrem Mechas müssen sie die Erde verteidigen. Genau. Die haben nämlich, abgesehen auf diese SDF-1, auf die Superdimensional Fortress, und fanden das dann blöd, dass die schon besetzt ist von der Menschheit. Und das, was man als Alien-Kultur natürlich am besten macht, übrigens auch wie jeder ausgewachsener Virus ist, man probiert die Menschheit auszulöschen. Genau. Uhu. Dann fängt es auch ein bisschen an, in der Story so ein bisschen hin und her zu galoppieren, aus meiner Sicht. Mhm. Ganz gewaltig. Einmal eine Frage, singen. Okay, bevor wir zum Singen kommen, wenn die haben also drei Serien, dann haben sie gesagt, wir schneiden die irgendwie zusammen. Mhm. Waren die drei Serien alle von den gleichen Zeichnern und so, dass die alle gleich aussahen? Oder? Nein. Das Problem dabei ist also der erste Teil ist halt der Originalteil. Die beiden anderen bauen dann jeweils darauf auf. Aber wie man das von japanischen Animes manchmal kennt, wenn man nicht eine kontinuierliche Story wie Naruto oder was weiß ich was hinterher zieht, One Piece, dann ist das. Es basiert zwar auf demselben, aber ist dann doch ein bisschen anders. Genau. Es ist auch, diverse Charaktere schauen dann ein bisschen plötzlich anders aus oder die Uniformen haben andere Farben oder was weiß ich. Ja, es ist, man merkt schon, also es ist nicht so wie, was weiß ich, bei Star Trek, wo viel Wert darauf gelegt wird, wo es Leute gibt, die darauf schauen, dass alles halbwegs noch der Kontinuität folgt. Ja? Auch, und auch die machen Fehler. Aber das sind dann eher so Easter Egg-Fehler, sage ich immer, ja. Finde den Fehler. Bei Robotech ist es schon sehr offensichtlich. Ja, das ist, man muss ja immer sagen, das war zu der Zeit, wo es unheimliche Progression gab im Zeichenstil, in der Art und Weise, wie präsentiert worden ist. Das ist, wenn man sich die allererste Folge von Macross anguckt und dann halt die letzte Folge von Mospeda. Da sind, glaube ich, 4-5 Jahre dazwischen. Und das ist allein vom Künstlerischen hat sich da so viel getan, dass man sich denkt, so massiv, ja. Und vor allem bei Robotech kommt noch dazu, gerade die mittlere Serie, also Super Dimension Cavalry Southern Cross, hatte viele Dialogszenen. Und deswegen hat man viele Dialogszenen in Robotech immer aus dieser mittleren Serie genommen und hat dann halt die Charaktere einfach was komplett anderes sagen lassen. Das ist vor allem ganz, ganz lustig, wenn der amerikanische Übersetzer quasi noch immer redet, während der Charakter den Mund schon zu hat. Der denkt halt laut. Genau, um das irgendwie da reinzustrecken. Also es war echt cool. Und teilweise haben es wirklich sogar Frame Insertion gemacht. Also dann hatte man quasi so ein Standbild, wo der Charakter den Mund ein bisschen offen hatte, um halt das Wort unterzubringen oder so. Sie haben da wirklich mit allen Tricks gearbeitet, ne? Also, aha. Ja. Also es ist von dem her schon ein bisschen MS, sage ich immer. Aber? Und es kommt aber noch schlimmer, genau. Mhm. Ja, aber um das noch abzurunden, was hat uns Macross bzw. Robotech an der Stelle gebracht? Für uns Battletecher? So absolute Ikonen des Designs wie Marauder, Warhammer, Rifleman, Archer, genau. Longbow, Stinger, Wasp, Phoenix, Wolverine, Hawk, Crusader. Nein, Wolverine nicht. Nee, ja gut, aber die sind nicht von Macross, stimmt schon. Aber grundsätzlich sind sie auch aus einem dieser Universen. Genau, deswegen, das ist von einem Universum. Es sind drei, die vom Artwork her und von den Mecha-Designs her maßgeblich das Battletech beeinflusst hat. Ja, deswegen Harmony Gold hat auch gesagt, sie haben die Rechte dran. Ne? Genau. Also ein paar Designs davon sind sehr eindeutig davon, andere sind so ein bisschen abgewandelt worden, aber nur sehr, sehr
geringfügig, muss man an der Stelle wirklich sagen. Aber das sind die, mit denen wir aufgewachsen sind. Und Fun Fact nochmal zu anfänglich erwähnten Anfängen von Battletech 84. Die allererste Box, die ausgeliefert worden ist. Battle Droids. Genau, die hatte zwei übermäßig große Mechas drin. Und das eine, das war halt ein Shadowhawk. Und das andere, das war, glaube ich, ein Griffin. Und das waren einfach nur Robotech-Figuren, die sie reingeschmissen haben. Genau, ja. Das war nämlich wirklich eins zu eins die Robotech-Figuren. Genau. Ich habe auch... Jetzt muss ich mal einmal kurz mein erster Büro mit dem Thema, das war in meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Schwerte bei Dortmund. Und da gab es einen Laden, der hatten eigentlich so Ausstattungsaccessoires, so eine kleine Lampenabteilung und hier und da so typischer Schnickschnack, auf denen halt Frauen stehen. Aber die hatten im Keller auch eine Spielwarenabteilung. Und die hatten eine Ecke davon, war nur für Modellbausätze. Und da waren unter anderem auch die ganzen Robotech und Dugram und so weiter dabei. Und ich bin immer herumgeschlichen. Ich fand die so geil, aber die waren so absurd teuer damals, dass ich mir die nicht leisten konnte. Also wurde es dann doch wieder eine Tierpitz von Revell. Ne? Mhm. Aber das da fand ich schon geil. Und erst als ich Jahre später bei einem Kumpel, hallo Manuel, dann das Readout des 3025 gesehen habe und die Figuren als Design wieder sah, dachte ich, Mensch, wie geil ist denn das? Das teste ich jetzt mal. Mhm. Da war ich aber schon 18 oder so. Ja, und manche Figuren sind absolut, also bis auf die Bemalung quasi, absolut gleich. Ne? Also ich habe einen Robotech Warhammer zur Zusammenbaufigur. Das ist AKA Destroyed Tomahawk. Genau. Aber irgendwie hört sich das nicht so geil an, die Serie. Nee, das Problem bei der Serie ist ja dann auch nicht nur, dass, also sie haben dann quasi in der Serie, weil ich weiß nicht, zu der Zeit sind es alle irgendwie auf Drama gestanden. Und ich habe es dann immer verglichen. Für mich war das so, für mich ist es dann geändert in einer Mischung aus Dallas, wer es noch kennt. Mhm. Ja, klar. Dann so ein typisches Love Triangle Storyline, also so Liebesdreieck und Bollywood. Ja, das ist ein Anime Soap Opera. Genau. Aber mal nochmal ganz kurz, was Ike gerade gesagt hat. Wir hatten ja nichts, weißt du, damals nach dem Krieg mit dem Bollerwagen. Wir waren ja froh über alles, was wir bekommen haben. Und wenn du vorher als höchste Zeichentrickleistung Donald Duck und Mickey Mouse hattest und du siehst auf einmal Robotech, dann bist du hin und weg und sagst, boah, wie geil. Das Einzige, was noch in diese Richtung kam, war halt Captain Future. Und dann hört es halt einfach auf. Ne? Genau. Saber Rider und die Star Sheriffs. Das kam später erst. Das kam später, Später kam dann Saber Rider, Transformers. Und es hat mir nie gefallen. Es hat mir nie gefallen, weil ich fand es immer auch damals einfach zu, also diese Mischung aus Cowboy und Science Fiction, das nicht. Aber Robotech, diese Designs und diese stringente Welt, ich hab das auch, diese liebe Scheiße, die hat mich nie interessiert. Die hat man im Zweifelsfall übersprungen oder so, ne? Aber die Battlemechs, ne? Also, Transformer, wie auch immer, ne? Das hat mich geflasht. Das wollte ich sehen. Und ja, das hat mich dann, und ich glaube auch viele andere dann halt einfach eingefangen. Mhm. Also, ich absolut, muss mal ehrlich sagen, ich habe jetzt gleich wieder den Saber Rider Ohrwurm. Danke dafür. Saber Rider. Nein, Saber Rider. Na, und das es war ja auch eben nicht unerfolgreich. Also Soap Operas haben einen Erfolg. Also ich habe immer gesagt, Robotech ist die Lindenstraße für den Roboter-Fan. Ja. Also, ja. Um das in den richtigen Kontext reinzurücken, also man muss ja auch mal gucken, das ist die Leute, die das ursprünglich designt haben, auf welche Zielgruppe haben die abgezielt? Und dadurch, dass die Anime-Kultur in Japan halt nicht nur auf die Kinder bzw. Jugendliche abzielt, sondern das auch durchaus etwas ist, womit sich ein Erwachsener beschäftigt, und zwar sehr gerne und ausführlich und über Jahrzehnte hinweg, haben die halt von vornherein gesagt, also so mit Transformieren, durch die Gegend laufen, sich gegenseitig abschießen, Episode vorbei, nächste bitte. Da muss dann halt noch mehr diese Emotion rein. Da muss dann halt noch mehr Beziehungsdrama rein. Ja, vor allem im Vergleich zu diesen ganzen amerikanischen Serien ist doch mal auch jemand gestorben, ne?
Weil in den amerikanischen haben die mal wie beim A-Team wie irre aufeinander geballert, ne? Und es ist am Ende des Tages nichts passiert. Alle sind wieder aufgestanden. Die Bösen haben gesagt, beim nächsten Mal kriegen wir euch, sind weggelaufen. Die anderen, lasst sie nur laufen, die kommen schon wieder. Ja, das werden sie auch. Und dann wird es genauso wieder ausgehen. Also die amerikanischen Serien waren einfach unglaublich langweilig im Vergleich zu dem Drama, das in manchen Bereichen uns vielleicht ein bisschen genervt hat, die Liebesgeschichten, ne, war ja auch für Erwachsene halt dann auch gedacht. Aber für uns war der andere Aspekt des Dramas dann halt spannend. Mhm. Dass mal auch jemand sterben durfte. Unfassbar. Mhm. In einem Cartoon. Ja, und der Name Robotech ist ja entstanden, weil eigentlich, also die japanischen Namen werden einfach zu kompliziert für das amerikanische Publikum quasi, ne? Mhm. Und man wollte natürlich logisch Figuren rausbringen und auch eine Comicserie mit DC machen. Mhm. Und es gibt tatsächlich 2 Comics, die erschienen sind. Danach hat DC das wieder eingestellt. Das haben sich scheinbar gut verkauft. Und das Lustige ist auch, die Serie ist zuerst ziemlich gefloppt, ja? Und im Fernsehen nicht gut angekommen. Weshalb Harmony Gold sich dann quasi entschieden hat, das Ganze gleich auf VHS rauszubringen, also Direct-to-Video. Und da ist es dann quasi so richtig abgegangen. Ne? Mhm. Also scheinbar auf VHS war das dann der Renner. Hat dann auch einen Rerun gegeben, der war dann viel erfolgreicher und so. Ja. Und das hat dann wirklich darin geendet, dass es also wirklich eine ganze Generation an Robotech dann noch gegeben hat, ja. Genau. Also hat dann Robotech 2 oder wie? Genau, ja. Viele Sequels, Kinofilme. Genau, hat es dann alles gegeben. Ich habe in den Nullerjahren auf einer Sicherungskopie einen Film gesehen, der muss wohl später gespielt haben, der war auch in diesem Universum. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Da ging es um 2 Testpiloten, die diese Battlemax, die halt auf, also Flugmax sozusagen oder Lambs, wenn wir im Battletech sagen, geflogen sind, und der eine hat den konventionellen mit HOTAS gesteuert als Kampfpilot. Der ist sozusagen der Protagonist. Und der Antagonist ist ein ehemaliger Kumpel von ihm, Freund, der seinen Flieger von der Konkurrenz mit Kraft seiner Gehirn, also quasi so ein Gehirninterface, ne? Also über Gedanken steuert, ne? Genau. Heißt Macross. Ja? Entschuldigung. Sag's bitte, ich will den Namen hören. Das heißt Macross Plus. Ja. Ist richtig. Das war das Waffenprogramm von den beiden Veritech Fighters. Ja, genau. Gesagt hast, das ist nämlich genau die Sache, mit dem ich steuere die Maschine mit meinen Gedanken. Das war auch wieder zu der Zeit, denke ich mal, wieder eine Hommage an Battletech. Um halt zu sagen, das ist dieses HMI, dieses Human Machine Interface. Dass das halt mehr halt geht als einfach nur über Joystick und Throttle und was weiß ich was noch. War das dann in diesem Robotech The Master Run oder so irgendwie? Nee, das war eigenständig. Das ist, Aber der Film war großartig. Der Film war großartig. Ich habe ihn gesehen als Erwachsener war echt cool, und ich war geflasht, mit welcher dramaturgischen und cineastischen Qualität dieser Film halt aufgewartet hat. Ich habe den verschlungen und das ist einfach großes Kino. Genau, es ist wo ja auch, sie sich gegenseitig umgebracht haben, genau. Weil der eine im vor 10 Jahren seinen Spielzeugflieger kaputt gemacht haben. Genau. Also es hatte das in den Folgeserien, ist nicht unbedingt die Storyline besser geworden, aber das Production Value ist stark gestiegen. Ja. Weil nach der ersten Serie, die halt ein kompletter Zusammenschnitt war, ja, zum Beispiel Robotech The Movie, ja, da haben sie zwar auch ein paar Sachen aus den Serien wieder recycelt, ja, haben aber auch wieder einiges an Original-Artwork gemacht, ja. Der Film ist nicht schlecht, ja, also. Ja, und für einen Film, ich hätte gedacht, dass das eine zusammengeschrumpfte Version von der Serie ist, dabei ist, wenn man sich's anguckt, ist die Storyline eigentlich zu 40% anders. Genau, ja, so ist es. Aber ist egal, wir wollen alle Roy Fokker sehen, wie er die Zentraidis vom Saturn wegprügelt. Genau, so ist es. Also. Ja, also von daher, es hat sich auch entwickelt und da sind echt gute Sachen nachgekommen. Aber der,
der Zündfunke war schon da, halt auch wenn die erste Serie halt echt ein fieser Zusammenschnitt war und qualitativ nicht den Standards entspricht, die wir heute haben. Aber irgendwo musstest du mal den Anfang machen. Ich meine, guck mir die ersten Disney-Cartoons an mit Mickey Mouse hier, Steamboat Willie. Die sehen auch, die sehen richtig scheiße aus heute. Jetzt werde ich wahrscheinlich ans Kreuz genagelt von irgendwelchen Fans und Klassikern, aber ich habe mir neulich nochmal angeguckt, dachte, what the f-, ne? Aber daraus ist echt eine Menge geiles Zeug entstanden. Ja. Und genauso ist es bei Robotech alias Marcos gewesen. Genau. Haben die denn danach das praktisch neu gezeichnet oder haben die wieder gewartet, dass irgendeine andere Serie was macht und das dann zusammen geklaut, gekopiert? Ja, das, die ganzen Serien, also die Originalserie war eben 1985, der Film war 1986, Robotech 2 war 1987, obwohl es vor dem Film spielt. dann Robotech The Masters war, glaube ich, auch. Nee, das kam ein bisschen später, glaube ich. Oder aber auch 87, ich weiß es nicht genau. Dann gab es noch The New Generation. Das war schlimm. Aber das war echt schlimm, weil das war ein kompletter Zusammenschnitt, scheiß irgendwas. Ja. Also, da hat ich habe die DVD-Box. Da hat man irgendwie versucht, eine neue Storyline mit recycelten Dingen zu machen. Also war ganz, ganz schräg irgendwie. War auch irgendwo noch in den 80ern und dann hat es ja lange, lange Zeit nichts mehr gegeben. Man hat zwar immer wieder versucht, das zu revitalisieren, sagt man dazu. Genau, das Genre, aber viele von den TV-Sendern und sonstigen Dingen haben gesagt, mit Harmony Gold kann man nicht zusammenarbeiten. Komisch auch, scheint irgendwie schwieriger. Ja, die wollen ja auch Einhörner haben. Genau. Es hat dann einmal noch einen DVD-Release gegeben, Robotech The Shadow Chronicles. Das war, ohne viel zu vorwegzunehmen, auch extrem kacke. War mit neuem Zeichenstil oder so. Man hat also probiert, dann da halt auch an die aktuellen Sachen ranzupacken. Aber ich gebe Hoshi recht. Also die Story, die war... Ja, man hat das irgendwie versucht, eben ranzubasteln. Es spielt zwar viel später, glaube ich. Ja. Weil die Original-Robotech-Serie spielt ja quasi von der Timeline her so 2014 oder irgend sowas, ne? Und bis im Film ist es dann, glaube ich, 2027 oder irgendwas. Und Shadow Chronicles springt halt nach 2045, 2050, irgend sowas hin, ja? Und ja, hat man halt versucht, irgendwie was neu zu machen, aber ja, hat nicht gut. Genau, die weitere Zukunft von Macross an der Stelle war dann Macross 0 war das, glaube ich. Das war die Vorgeschichte. Da geht es um die, wenn die Menschheit sich versucht, gegenseitig auszurotten, um die Prügelei um die SDF-1. Das war cool. Größtenteils 3D-designed. Story war auch echt klasse. War aber auch nur eine kurze Serie. Ich glaube, das waren nur sechs Folgen oder so. Gab es nur im Japanischen. Genau, ist nur der Japan-Release. Macross Plus hatten wir gerade eben schon angesprochen. Es war echt großartig. Waren nur drei einzelne Folgen, die dann später als Movie zusammengefasst worden sind. Ja, ja, ja. Und vor 3 Jahren, 4 Jahren kam Macross Delta, die sich noch quasi daran erinnert hat, wie es damals in der ersten Serie abgegangen ist und hat versucht, daran anzuknüpfen. Muss man allerdings sagen, mit noch viel mehr Rumgesinge, was dann irgendwann echt auf den Zeiger gegangen ist. Ich habe es trotzdem durchgeguckt, aber... ja, und ich habe mal das Star Wars Weihnachts-Special gesehen. Komm du da mal hin. Ja, genau. Oh. Okay, ich leide mit dir. Und dann gibt es ja das lange Drama um einen Live-Action-Film. Oh, genau. Ja. Weil es ist ja so, Tobey Maguire, also Spider-Man quasi, der Spider-Man, ist ja ein riesiger Robotech-Fan. Echt? Ja, und der hat 2007 Warner Brothers dazu gebracht, die Filmrechte zu kaufen. Und hat gesagt, er möchte eben mit seiner Produktionsfirma Maguire Entertainment das quasi verfilmen, mit ihm in der Hauptrolle. Und er will quasi einen Robotech-Film machen. Die haben dann versucht, mit einem Harmony Gold-Typen quasi das irgendwie zu vereinbaren, dass da halt irgendwas passiert. Aber der Harmony Gold wollte halt immer quasi... Also haben darauf bestanden, dass sie das Recht haben, mitzureden, in welche Richtung quasi die Storyline des Films. Einhörner. Genau. Und irgendwann ist das quasi irgendwie implodiert.
Im 2007er Jahr allerdings hat dann 2008 ein Bekannter wieder, jetzt sind wir wieder bei Star Wars, nämlich Lawrence Kasdan, ein Skript geschrieben, das Tobey Maguire und dem Hamlet den Goldtypen so gut gefallen hat, dass sie quasi gesagt haben, naja, das könnte man schon machen. Haben quasi gesagt, na lieber Kasdan, du kannst das Skript quasi ausarbeiten. Und wir möchten wirklich quasi so eine komplette andere Art des Filmens machen. Ne? Maguire hat dann einige Leute noch gekannt von seinen Spider-Man-Filmen, ne, und so weiter. Und hat dann gesagt, okay, die sollen da auch mitmachen und vielleicht Artwork machen. Und dann kam aber 2008 die Wirtschaftskrise. Ne? Die hat natürlich auch die Filmindustrie ein bisschen mitgenommen und damit ist das ganze Projekt, wie man in Hollywood so schön sagt, in Production oder Pre-Production Hell verschwunden. Und erst 2013 hat dann Warner Brothers bekannt gegeben, dass sie noch immer dran arbeiten, aber quasi Maguire raus ist und Leonardo DiCaprio soll die Hauptrolle spielen. Als die Min May, als die Sängerin? Genau. Und DiCaprio ist ein Freund von Tobey Maguire, der hat gesagt, er hat keine Lust mehr, ja. Hat gesagt, na, kein Problem, mach das halt oder so, ja. Haben dann gesagt, okay, das wollen wir jetzt wirklich machen. Und dann hat man nie wieder was davon gehört. Lange Zeit. Und das kam deshalb, weil irgendwie in den Warner Brothers Higher-Ups irgendwer gesagt hat, okay, da haben wir einen Hut drauf, weil Robotech will eigentlich eh keiner sehen. Weil man hat auch gesehen, quasi wie man rausgebracht hat, ja, die schreiben den Film, wir machen eine Produktion, Leonardo DiCaprio als Star und hat das quasi im Hollywood Reporter veröffentlicht und keiner hat auf die Seite geklickt. Ne? Also die haben das wirklich nach Klicks auf dieser Hollywood Reporter Webseite entschieden. Nee, wollen wir nicht. Ja, weil alle Robotech-Fans ja auf der Hollywood Reporter Seite sind. Ne? Ja, genau. Also das habe ich mir auch gedacht, aber nein, mein Gott, ne? Auf jeden Fall. Leon, also ich mag Leo DiCaprio, aber ich kann ihn mir nicht in Robotech vorstellen. Nein. Genau, also. Tobey Maguire, okay, das lasse ich mir noch vielleicht gefallen. Aber. Na, auf jeden Fall hat Warner Brothers quasi die Franchise dann wieder zum Verkauf gestellt. Und kann man was sagen? Und 2015 hat dann eine japanische Firma, nämlich Sony, gesagt, okay, Sony Pictures, wir kaufen Robotech. Aha. Das Film-Franchise. Und wir haben auch einen Regisseur dafür, nämlich James Wan. Der hat damals gerade, glaube ich, Tokyo Drift gemacht oder irgend sowas. Mhm. Und Hollywood Reporter war ganz aufgeregt. Ja, James Wan, der soll quasi den Film entwickeln und Harmony Gold war auch wieder mit an Bord und die haben gesagt, ja, das ist total super. Und sie haben auch mit Sony vereinbart, dass quasi Sony weltweit den Film released und Harmony Gold in Japan. Also ganz komische Sachen. Ja. Und James Wan war auch ganz aufgeregt, also er war auch scheinbar ein Fan von dem Ganzen und hat gesagt, ja, er will wirklich quasi the root of the franchise angehen, also wirklich wie die das Alien-Schiff finden, den Mechas und so weiter, also so Origin Story quasi nochmal auf neue Weise erzählen. Reboot. Wieder? Ja, Reboot. Macht's wieder gut, ne? Bis dann ein kleiner Ding dazwischen gekommen ist, nämlich irgendwer James Wan wahnsinnig viel Geld geboten hat dafür, dass er Aquaman macht. What? Und der gesagt hat, Kohle und weg war er. Und damit war der Film wieder in Production Hell. ja, und so ist das Ganze jetzt im Prinzip geblieben, weil Sony auch jetzt nicht gerade unbedingt mehr vorangetrieben hat. Da kam es nämlich zu einer Aussage 2018 oder 2019 von einem Sony Pictures Director, der dann gesagt hat, es war vielleicht gar nicht so schlecht quasi, dass James Wan da abgesprungen ist. Weil sie haben sich scheinbar in der Zwischenzeit schon wieder mit Harmony Gold ein bisschen verlegt. Er hat so ausgedrückt, irgendwie so, Robotech is a complicated property oder so, hat er gemeint.
Und im Vergleich zu anderen Properties ist es in USA auch gar nicht so beliebt mehr. Ja. Es hat nicht so ein starkes Following wie manche andere Franchises, die aus der alten Zeit kommen. So ein Film wie James Wan das geplant hat, müsste er mindestens ein Budget von 100 bis 150 Millionen Dollar kriegen. Da haben sie eigentlich im Moment kein Interesse, die Kohle auszugeben für sowas. Und damit ist das im Moment mal wieder. Ja, aber Hammer and Gold ist echt pain in the ass. Ich habe gerade hier im General Chat mal den Cartoon, den ich die ganze Zeit zitiere, mit dem Einhorn verlinkt. Dieser Cartoon trifft es so genau. Die machen seit 30 Jahren praktisch nichts, ne? Führen sich auf wie Gott gegeben, ne? Und fordern immer nur, verklagen immer nur, die gehen mir so auf den Sack. Ich würde mich so freuen, wenn sich irgendwo eine Erdspalte auftäte und Harmony Gold mit Sack und Pack darin einfach verschwende und sich dann diese Spalte wieder schließt. Dann darf sich der Teufel mit dem beschissenen Idioten darum streiten. Ja, ist echt schade, weil es halt, also dem insgesamten Franchise jetzt mal unabhängig davon, wem es gehört, aber das ist, das hemmt alles. Die Kuh wird zu Tode gemolken. So ist es. Mir mal aufgefallen, die Ironie dieses Namens, Harmonie. Die müssen irgendwie nicht Harmony Gold, sondern Disharmony Kackbraun oder so heißen. Ja, man kann übrigens immer noch die VHS-Kassetten auf der Robotech-Webseite kaufen. $40. Yay. Ich war etwas erstaunt, als ich das gesehen habe. Man kauft entweder Folge 1, Episode 1 und 2 für $40 oder Episode 1, 2 und 3 für $40. Klar, ja, so eine VHS passt nicht viel. Ja, ja, aber das dasselbe Pricing für 2 oder 3 Kassetten ist ja bescheuert. Ja. Aber es gibt, habe ich jetzt gerade gesehen, es gibt Pre-Order Robotech Invasion Tabletop Game Pre-Order. Ah, okay. Ja, es gab ja einige Spiele auch auf Robotech-Basis. Darunter auch Tabletop-Games, RPGs, alles mögliche. Robotech Tactics. Genau, Robotech Tactics. Okay, ich habe jetzt mal geguckt, ob man noch irgendwo Robotech anschauen kann. Robotech Role-Playing-Game. Nee, ich meine jetzt die Serien anschauen, aber da habe ich irgendwie auf der Webseite da jetzt gerade nichts gefunden. Nee. Wisst ihr, was das tollste Feature am Robotech Role-Playing-Game ist? Man muss zwischendurch singen. Ja. Echt? Wenn du einen guten Meister hast, ja. Du bist Min Mei, sing mal. Genau. La la la. Genau. Wobei, man sagt ja immer, die Inspiration für Robotech war ja eigentlich was viel Brutaleres. Was da wäre? Das Star Wars Crusher Joe. Ach so, Crusher Joe, ja genau. Gehen wir mal da jetzt mal rüber. Weg von Robotech und hin zu Crusher Joe. Das sind ja Science-Fiction-Bücher von Haruka Takichibo. Gab es auch kurz ein paar Animes von, aber nicht viele Folgen. Ich glaube 12 Folgen, weniger. Ja, genau. Ich glaub, man muss 60 weniger. Haben oder so. Ja, das ist für den amerikanischen gab's, Markt. Genau, die gab es auch in Amerika nicht. Es gab mal in UK eine übersetzte Sache, die war aber extrem beschnitten, weil sie alles, was Gewalt und Sex war, quasi rausgeschnitten haben. Echt? Die ganze, jede Folge war nur 3 Minuten lang? Genau, ja. Krass. Genau. Intro vorbei, Mecha stürmt vorbei, Extro. Ja. Crusher Joe war so ein bisschen so eine Anti-Hero-Novel-Serie quasi. Ja, das ist, um das mal kurz zu umreißen, da geht's im Prinzip darum, dass die Crushers eine, also der Name kommt daher, dass sie Asteroiden cracken, um halt Space Lanes, also um Weltraumlinien halt freizuhalten. Und eigentlich wollten sie sich mit so Politik und allem Möglichen, wollten sie sich komplett raushalten und sie hatten auch ihren Ehrenkodex, den sie halt da hatten, dementsprechend so unethische Aufträge haben sie nicht angenommen. Und dann, wie es nun mal so kommt, werden sie dann mal für einen Job geheiert, der ein bisschen fishy ist, und dann stecken sie halt mittendrin. Und so fängt das Ganze dann halt an. Und wie heißt das? Crusher Joe und dann weiter? Crusher Joe, so heißt das die. Crusher Joe. Genau. Okay, ich finde noch Hochdruckreiniger unter Crusher Joe. Das ist nicht Crusher, Crusher. C-R-U-S-H-E-R. Crusher. Wir haben nach Beverly Crusher gesucht. Genau. Das ist klar.
Nein, nach Pressure. 10 Bücher und 2 Extras. Genau. Dementsprechend, weil dieses Ganze bei Crusher Joe mehr auf Hin- und Herfliegen begrenzt ist, kriegen wir da halt fürs Battletech-Universum dann halt auch mehr ein paar Flieger. Namentlich an der Stelle ist es der Samurai Aerospace Fighter, der im Battletech-Universum eigentlich in der Anfangsphase her nur mal kurz als Name genannt worden ist, als böser Kurita-Jäger, aber voll cooles Design hat. Und der Corsair Aerospace Fighter, den wir ja von unseren lieben Schwertschluckern von den Davions kennen. Außerdem das Leopard Dropship, das ist das, wenn man sich das Modell da anguckt, das kriegt man noch relativ gut in gut sortierten japanischen Modellbauläden. Dann ist die Minerva von Crusher Joe, das ist schon eine 1:1 Kopie davon. Aber auch, um das dann noch abzurunden, der Galleon Tank, den hat Battletech sogar mit dem Namen 1:1 geklaut. Da hat man sich noch nicht mal mehr die Mühe gemacht, dem Ding einen anderen Namen zu geben. Och Mann, ey. Und der Locust, der da beim Crusher Joe Universum ein Ostal hieß. Also nicht falsch verstehen, die haben das nicht geklaut, ne, Icke? Die haben die Dinge lizenziert, ne? Und die waren in Nordamerika praktisch unbekannt. Das ist ja nicht wie heute, dass du das Internet anwirfst und dir japanische Serien en masse konsumieren kannst, sondern es war einfach zwei komplette Universen. Und das Thema Anime und Designs und so weiter, das fing ja erst gerade an in den USA zu entflammen. Und man hat einfach die Designs aus mehreren Universen dann lizenziert und hat daraus ein eigenes Spiel gemacht. Und einige der Namen waren einfach geil und die hat man dann halt übernommen. Weil die kann ja sowieso keine Sau. Also von daher, ob du den neuen ausnennst, denkst oder nicht, ist eigentlich wurscht. Ja, glaub, stimmt, die hatten ja auch die Lizenz vom Robotech, aber nicht von Harmony, so war das doch, ne? Ja. Harmony Gold hat die Lizenzen zwar auch gekauft, aber parallel von einem anderen Lizenzgeber und unter anderen Bedingungen. Es war nie so, dass eine von beiden Seiten irregulär die Lizenzen besessen hat, aber es ist ein Unterschied, ob du die Designs für ein eigenes Spiel entwickelst oder ob du das Universum für eigene Filme und Serien halt lizenzierst. Ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wobei die Designs von Crusher Joe jetzt nicht so das Problem sind, weil die Produktionsfirma gibt es nicht mehr. Genau. Also da ist jetzt nicht so das Problem dabei. Wobei es gibt eine wirkliche Perle bei Crusher Joe. Weil wie gesagt, es gab quasi einen Filmzusammenschnitt von der Serie, der wirklich jetzt nicht wirklich gekürzt ist, sondern ein super Film. Und der wurde voll restauriert es war glaube ich 87 oder so, auf Laserdisc released. Ja, war es nicht geil. Mit englischen Untertiteln. Und die Laserdisc ist mittlerweile echt viel Geld wert. Natürlich braucht man dann auch noch einen Laserdisc-Player dazu. Und der ist auch nicht ganz so günstig, nein? Genau, die sind auch nicht mehr ganz so günstig kriegen, wenn du einen kriegst, der noch funktioniert. Also Laserdisc-Player hätte ich, die Laserdisc habe ich leider bis jetzt nicht so irgendein vernünftig. Also man bekommt das inzwischen auch auf DVD, ne? Also, ja, es war einfach eine absolute Perle. Ja, also für alle, die sich nicht scheuen, halt auch so alte Zeichenschinken anzugucken, das kann man sich mal schnell mal angucken. Es ist auch vom Content her nicht so brachial lange. Ja, ich habe gerade Fotos vom Galleon gesehen. Das ist doch sehr ähnlich. Genau. Was uns zur nächsten Perle bringt, und zwar ein Dogrim Fang of the Sun. Oh ja. Genau. Oder mein Liebling, das kommt im Intro schon, Not Even Justice, I Want to Get Truth. Eine der besten Übersetzungen aus dem Japanischen ins Pseudo-Englisch, was ich bisher gehört habe. Und aus meiner Sicht ist das auch von der Storyline her und generell so das Feeling, ist das der Urvater von Battletech. Wie heißt der? Fang of the Sun and Dogrim. Dogrim, Dougram. Jetzt natürlich die Frage, warum kommt der Onai auf so eine bekackte Idee, dass das der Urvater von Battletech sein könnte?
Erstens mal, wir haben nicht so Sachen wie bei Macross, diese Veritech Fighters, die sich ja wild und her transformieren. Da wird auch nicht gesungen, also nicht so viel zumindest. Die Storyline fängt damit an, dass ein Sohn von einem Gouverneur quasi Mech-Pilot werden soll auf einem Planeten, der von Bürgerkrieg durchzogen wird. Dieser Planet heißt Deloire oder Deloya, wie auch immer. Wenn man das ausspricht. Deloire, das passt schon, ja. Okay. Und während er dann da seine Ausbildung macht und seinen Dienst verrichtet, muss er feststellen, dass die Fraktion, für die sein Vater einsteht, nicht ganz so koscher ist, dass die sehr hart gegen die Bevölkerung von Deloire vorgeht. Und im Laufe der Story wirft er sich dann halt auch auf die Gegenseite in seinem Mecha Dogrim, den wir als Battletecher, als Shadowhawk noch gut kennen. Und die ganze Action von Intrigen auf politischer Ebene, auf Familienebene, so ein bisschen hin und her auf einer Dschungelwelt. Man hat wenige Mechas, die durch die Gegend laufen, keine große Action. Das erinnert mich sehr an die ersten Romane von Battletech. Im Speziellen den zweiten Roman auf Vertandi. Weil das passt halt so vom Setting her. Und das Feeling, das ist auch für mich ziemlich authentisch dargestellt. Genau. Wobei in der Übersetzung sagen sie, glaube ich, gar nicht Mechs dazu, sondern Combat Armor oder so irgendwie. Ja, genau. Die bringen uns halt so großartige Designs wie den Goliath, den sie da nennen, den Crab Gunner. Eine meiner ersten Erinnerungen an das Thema. Genau. Der Griffin, der Soltik H8 Roundfacer, aber auch der Wolverine, der Blockhead, natürlich wie eingangs schon erwähnt, der Shadowhawk, heißt der Dogrim, der Battlemaster, der Bigfoot. Oh, ich liebe ihn, eins meiner Lieblingsdesigns. Der Thunderbolt als Ironfoot und halt auch die wenig bekannte Crab, der Blizzard Gunner. Alles sehr schöne Designs. Und hast du nicht auch, Olli, diesen Mech auf den vier Beinen? Das ist ja der Goliath. Genau, das ist Goliath, okay. Genau, die Version, die du hast, ist der Tequila Gunner. Ja. Da gab es aber auch noch den Crab Gunner, glaube ich. Genau, der Crab Gunner ist der Original Goliath. Der Tequila Gunner, der hat diese beiden Ausleger links und rechts. Ah ja, genau. Ja. Also, die Serie, die kann ich auch wärmstens ans Herz legen. Es ist auch keine kurze Serie. Die hat schon 64 Folgen. Glaube ich. Auf jeden Fall über 50. Die Storyline, die ist schön hin und her. Also keine lineare Sache. Ist auch für so im Vergleich eine relativ brutale Serie. Weil da halt auch schon viele Leute halt sterben. Das ist also auch nichts, was man, also wenn man zu dieser Zeit diese Serie in Europa und gerade in Deutschland gezeigt hätte, das wäre auch von 21 Minuten auf 5 Minuten runtergekürzt worden, weil das halt nicht so schön kommt zur Primetime für Kinder, wenn da irgendwas zerfetzt wird. Aber guckt es euch an. 75 Folgen. 75, ah, perfekt. Also guckt es euch an. Ich kann es definitiv empfehlen. Es gibt dann auch nochmal zwei Filme und noch irgendwie irgendwas anderes, 2 Minuten. Ja, die sind, glaube ich, allerdings auch so ein Kinozusammenschnitt davon. Ich glaube, das sind alles Zusammenschnitte von der Serie. Was ist das? Ah, okay. Ja, und das ist im Prinzip so die Sachen, wo Battletech alle hergeklaut hat. Nein, geklaut ist es nicht. Lizenziert. Sie haben es lizenziert, sie haben sich zusammengestöpselt, ne? Und das ist auch vollkommen legitim. Ne? Ich meine, sie fanden die Sachen genauso geil und warum willst du schlechtere Kopien dann machen? Ne? Und das ist ja leider das, was auch passiert ist. Sie haben ja dann, nachdem sie sich mit Harmony Gold dann angeeckt waren, haben sie dann ihre eigenen Designs gemacht und wenn man sich die mal anguckt, die sehen größtenteils scheiße aus. Also nicht die Clanmechs, die waren noch gut, aber was sie dann in den Sphere, die eins da rausgeworfen haben, so 3055, furchtbar. Also ich behaupte jetzt einfach mal, hätten sie das von Anfang an gemacht, wäre Battletech, würden wir es heute nicht kennen. Es wäre auf Anhieb krepiert.
Genau, ja. Wobei, ich gesagt, hat natürlich auch viel dann, also was schon auch mitgespielt hat, aber das war jetzt, sind jetzt, sage ich mal, abgespacedere Designs, die eigentlich nicht so in Battletech vorkommen, war dann noch die ganze Mobile Suit Gundam-Geschichte, ne? Ja. Wo es ja hunderte Serien davon gibt, glaube ich. Weil diese, ein paar, ja. Diese, glaube ich, genau, die sind ja extrem beliebt. Ja. Und das hat, glaube ich, schon diese ganzen anderen Spin-Offs wie Robotech, Fang of the Sun und so weiter inspiriert, sage ich mal, dazu. Weil ich glaube, Gundam war, glaube ich, das erste, also jetzt kurz nachschauen, 79. Ja, und, korrekt. Nee, Dugram war sogar zuerst. Nee, 82. Ja, noch kleiner Funfact zu Dogrim an sich. Dogrim war ja abgeschlossen an der Stelle. Und interessanterweise ist dann Dogrim, das Mecha-Design und auch teilweise die Storyline, ist dann überführt worden in Robotech. Genau, deswegen führt man, findet man später nämlich auch in den ganzen Modellen, die Olli schon angesprochen hatte, so Designs wie Shadowhawk und Warhammer in den Revell-Boxen wieder, in dieser legendären Mechanga-Szenerie. Weil das Franchise hat sich die dann halt auch einfach mit einverleibt, weil die halt gut gelaufen sind. Und was noch kleine Sache dabei ist, Dogrim ist gerade in den letzten 2-3 Jahren in Japan wieder unheimlich populär geworden. Weiß ich nicht weswegen, aber gerade auch die Modelldesigns davon werden nochmal neu aufgelegt von Bandai. Und ich könnte heulen, aber leider hatte der Ohne sich den ganzen scheiß Reisekoffer schon mit Gundam-Figuren vollgeklatscht, als er aus Japan zurückgeflogen ist. Und ich hatte keinen Platz mehr für zum Beispiel so einen schönen Shadowhawk beziehungsweise Wolverine. Warum hast du denn nicht per Post nachgeschickt? Hast du eine Ahnung, wie viel das der kostet? Auf der Bibschen nochmal. Es ist das nächste Mal. Es ist nicht das letzte Mal, dass ich in Japan war. Okay. Genau. Außerdem, haben die Japaner Angst davor, dass ohne nochmal kommt? Japanisch. Ich hoffe nicht. Also ich glaube nicht, dass ich da so einen schlechten Eindruck hinterlassen habe, außer dass meine Frau mich lünchen wird, wenn ich mit noch mehr Modellbaupackungen da wieder zurück nach Deutschland will. Oder sie wird es einfach mal als Aufhänger nehmen, dass du sagst, jetzt Schatz, kauf mir ein Haus. Dann hast du ja auch den Platz. Genau. Ich krieg das Haus, du die Lagerhalle. Alles klar. Genau. Da gab es doch irgendwie noch Macross oder so, habe ich gelesen. Ja, Macross ist Robotech. Genau. Ach, Macross ist Robotech. Ja. Genau. Macrossu ist das ursprünglich, was im Japanischen was angelaufen ist. Und weil Macross nicht so toll klang im amerikanischen Englischen, haben sie dann gesagt, da machen wir Robotech draus. Genau. Weil die erste Serie im Japanischen hieß ja Super Dimension Fortress Macross. Mhm. Ah. SDF-1. Wieder was gelernt. Genau. Again what learned. Also wissen wir eigentlich, ja? Fun Fact an der Seite, wir hatten Saber Rider und die Star Sheriffs ja schon erwähnt, ist keine japanische Serie. Nein. Sondern das ist eine amerikanische Serie. Deswegen ist sie auch so schlecht. Die ist dann nach Japan gegangen, hatte auch eine ganz kurze Karriere gehabt, aber Saber Rider und die Star Sheriffs, so, das war nicht so gut, deswegen hat man das kurzerhand einfach mal Bismarck genannt. Echt? Bismarck? Ja. Genau. Das ist ja lustig. Was? Warum Bismarck? War einfach weil ein großer Roboter mit Sheriffstern und Metallblechhut. Bismarck, ganz klar. Also man muss dazu sagen, Japaner haben ganz, ganz gern irgendwie so ein Wort Spiele. Ja? Und das heißt nicht unbedingt, dass Bismarck wirklich damit Bismarck gemeint war, sondern dass das irgendeine abstruse Zusammensetzung ist. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel in Japan auch einen Lunch, den ich mal hatte, das nennt sich Pokechiki und das ist wirklich ein Pokémon-Karton, in dem sich Hühnernuggets befinden. Oh ja, oh ja, oh ja. Pokechiki. Mhm. Die sind aber immer lecker gewesen. Das ist super. Das ist echt krass. Also die haben einen Haufen krasses Zeug. Ah. Also die vermarkten das wirklich, wie du isst einen Pokémon. Würden wir Pikachu essen? Auf jeden Fall.
Genau. Blöde Frage. Aber hier heißt es, ne, Wiki spricht davon, Saber Raider greift auf die Großteil der japanischen Serie Sayushi Bismarck zurück. Ja, also okay. Das ist andersrum. Ja, Entschuldigung. Ja. Hast recht. Ja. Ich wollte sagen, dass bei uns ist Saber Raider, in Amerika war auch Saber Raider, aber in Japan war es. Wie war das erste Wort? Sayushi. Sayushi, genau. Sayushi Bismarck. Sayushi Bismarck. Sternenmusketier Bismarck. Also praktisch, die haben das gehabt, dann haben die Saber Raider draus gemacht und das Saber Raider kam ja wieder nach Deutschland. Genau. Genau. Wobei die Amerikaner waren dann sogar und haben sogar zwei Folgen, glaube ich, einfach mal so aus dem Hut gezaubert, indem sie die Szenen anders geschnitten haben, haben sie anders vertont und bups, waren zwei Folgen mehr draus geworden. Genau, weil es gab ja komplett, also in den 80er Jahren war es ja komplett konfus, was das anging, ne? Weil viele Serien, die auch amerikanisch produziert worden sind, sind ja in Japan gezeichnet worden. Mhm. Dann gab's Serien, die in Japan überhaupt nicht erfolgreich waren, ja, die aber in Amerika irre erfolgreich waren. Ja, also daher gab es so eine Odysseus-Serie, wo allerdings der ganze Odysseus-Dings im Weltraum nachgespielt wurde. Ist eigentlich eine japanische Serie, ist in Japan mega gefloppt, war in Amerika der Renner. Ja. Dann gab es aber zum Beispiel eine französische Zeichentrickserie, die ist so schlecht angekommen ist in Europa, dass sie nach einer Season eingestellt wurde. Chase and the Wheeled Warriors. Die war der Hit in Japan. Also das ist heute noch ein Kultklassiker in Japan. Und du kriegst heute noch Chase and the Wheeled Warrior Toys in Japan zum Kaufen. Also und so, also es war in den 80er Jahren kompletter Wildwuchs an solchen Dingen. Und das Schlimme dabei war auch gerade so Juwelen, sag ich aus heutiger Sicht, so Nerd-Juwelen, die sind halt da dann vollkommen untergegangen, weil dieser ganze Markt halt einfach überschwemmt worden ist. Da ist, das musste halt unheimlichen Impact-Faktor haben. Ansonsten warst du da ganz schnell weg und das ist echt schade. Crusher Joe, ne? Ja. Ein paar Folgen, schwupps weg. Und viele erfolgreiche Filmemacher, die heute erfolgreiche Filmemacher sind, waren oder erfolgreiche Fernsehserien dann irgendwann gemacht haben, waren ja zuerst in solchen Serien unterwegs. Mhm. Also zum Beispiel einige Zeichentrickserien sind ja gemacht worden von J. Michael Straczynski, der dann Babylon 5 zum Beispiel dann gemacht hat, ne? Mhm. Und so, also da gab es einen ganzen Haufen an Filmemachern, die an solchen Serien beteiligt waren. Mhm. Wissen wir, wie die damals, also wieso sie auf diese Hintergrundstory von Battletech kam? Puh, das ist eine gute Frage, weil eigentlich, sie sagen immer, wir haben Game of Thrones gemacht, bevor es Game of Thrones gab, ne? Da habe ich noch nie was dazu gehört. Also, keine Ahnung, muss ich sagen. Also, es ist eigentlich jetzt sicherlich nicht die ersten, die auf die Idee gekommen sind, aber es war schon einfach ein großartiges Konzept. Diese verschiedenen Königreiche, Verrat, Politisches und vor allem auch den Mut zu haben, keine Aliens einzubinden, weil fast alle haben damals irgendwie Aliens eingesetzt und das war so das typische Feindbild und es ist auch sehr einfach, wie mit den Zeitreisen, ne? Brauchst du ein Feindbild, schwupps, sind die Aliens da, ne? Und Battletech hat bewusst drauf verzichtet, immer eigentlich, ne? Und das ist ein totaler Unique Selling Point von dem Universum, von diesem Cypher-Universum. Also ich denke mal so, ein Einfluss hatte definitiv dann auch so Stories wie Dune, die ja auch so der Konflikt von unterschiedlichen Herrscherhäusern dann halt dargestellt haben. Dune kam aber, glaube ich, später, richtig? Oh, das Buch war früher da, definitiv. Das Buch war früher da, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil der Film mit Jung Pochno ist ja aus den 80ern und den haben sie wahrscheinlich gesehen. Das weiß ich, ob jemand von denen auch das Buch gelesen hat, das ist durchaus möglich, weil das war damals schon ein Klassiker. Dune ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1984. Ja, eben. Und das Buch ist 1965, ja. Also aus den 60er Jahren. Ja. Das habe ich sogar hier. Oh. Ja, ja. Und ich war immer, also ich mag den Film von 84, weil er so aus meiner Kindheit stammt und ein paar warme Erinnerungen. Aber ich fand den nie wirklich gut, ne? Das Spice, immer dieses Geflüster und so, das ging mir schon damals auf den Sack.
Es gibt so einzelne Momente, ja. Diese Fernsehserie aus, ich weiß nicht, um 2000 herum. Mhm. Ah, Production Value war okay für eine Fernsehserie, aber so richtig geil eben auch nicht. Jetzt aber der neue Film, wo ich den Trailer gesehen habe, der entspricht mehr dem, was ich damals im Kopf hatte, als ich das Buch gelesen habe. Ja, Denis Villeneuve hat ja auch gesagt, er möchte sehr dem Buch folgen quasi und was er sich beim Lesen vom Buch vorgestellt hat. Mhm. Ja, ich bin da und sehr gespannt. Er war ja auch ein bisschen gemein zum 84er-Film, weil er gemeint hat, es war halt ein typischer Lynch-Film, aber er hat das Buch eigentlich nicht verstanden. und hat halt eigene Dinge quasi einfügen müssen, um das Buch interessant zu machen und quasi ja, so ein bisschen ist, abfuß zu machen. Der ist halt echt trashig, der Film halt auch. Genau. Ne? Und allein wenn du, also im Buch hast du halt den Eindruck, dass die ganzen Harkonnen und der Baron Harkonnen und so wirklich diese abgrundtief hinterhältigen, bösen, brutalen Arschlöcher sind. Und im Buch musst du über die Jungs immer lachen. Ja? Im Film meine ich. Und das allein, wenn du jetzt das Design, also im Trailer kommt, sieht man ja nur quasi so einen ganz kleinen Hint vom Baron Harkonnen. Mhm. Aber nur wenn du den Schatten von dem Typen siehst, denkst du dir schon, okay, also das ist eine ganz andere Nummer. Ja? Mhm. Da muss ich auch sagen, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich auch. Wobei es ist ja, der erste Film ist aber Corona. Dezember 2021. Ja, ich weiß noch nicht, vielleicht verschieben sie den Moment, auch noch. Moment, die haben das um ein Jahr verschoben. Ja, weil das Problem ist, Post-Production Crew, also es ist fast abgedreht gewesen. Ja? Mhm. Sie haben es jetzt, glaube ich, auch abgedreht. Aber die ganze Post-Production Crew ist in England. Also der ganze Film wird in England produziert. Und die haben ja Corona am wirklich schlimmsten mitgekriegt. Ne? Mhm. Und die sind bei der Post-Production und bei den Special Effects quasi so weit hinten, dass es jetzt neue Sourcen haben müssen. Also die viele von den Special Effects sind jetzt werden jetzt in Neuseeland von Weta Digital gemacht und so, ne? Mhm. Und das dauert halt seine Zeit. Und bevor sie jetzt gesagt haben, naja, wir versuchen das irgendwie 3 Monate nach hinten zu verschieben, dass wir das trotzdem irgendwie hinkriegen, haben sie einfach gesagt, nee, okay, dann verschieben wir das gleich ein Jahr und machen es ordentlich. Ist auch okay, kein ist auch nicht schlecht. Denen hat halt die Corona ganz mies mit. Okay. Habt ihr noch eine Anekdote? Oder eine Infos, was uns noch fehlt? Eine Inspiration, die wir vergessen haben zu erwähnen? Ja, außer müde, glaube ich, nichts mehr. Also was? Außer müde, glaube ich, nichts mehr. Okay. Ja, und nur um das abzurunden, ne? Also wenn jetzt hier irgendein Filmemacher zuhört, ne, das ist. Macht einen Battletech-Film, ne? Guckt euch Kickstarter an. Die Leute, die haben anscheinend momentan erstens Zeit und Geld wie Heu. Ich meine, die fliegen ja auch nicht in Urlaub. Was will man dann machen? Macht einen Kickstarter auf. Wir haben auch den Olli, der ist jetzt schon in einem Buch drin mit seinem Charakter. Der macht euch auch den Hauptdarsteller, wenn es sein muss. Das ist gar kein Problem. Was meine Frage wäre an die Community, wenn jemand weiß, wodurch sie sich haben damals für das Battletech-Universum, jetzt nicht von den Designs, sondern vom Background in den Stories haben inspirieren lassen, was deren Quelle war. Das würde mich tatsächlich brennend interessieren. Wir haben ja die Geschichte, sind wir durchgegangen, da gab es ja auch unglaublich gutes Feedback neulich, die eine Kommentatorin mit diesem ewig langen Kommentar. Wie hieß sie nochmal? Jetzt kannst du mir aber, Moment, das sage ich gleich. Ja, das kannst du ja nicht einfach so, nein, das ist es nicht. Das ist nicht. Ja, klar, Nina. Nina? Ja, Nina. Schönen Gruß. Ich habe mich sehr über diesen Kommentar gefreut und habe auch von anderen Personen bekommen, dass dieser Parforcet einmal durch die Storyline, dass den Leuten das echt geholfen hat und das Universum näher gebracht hat. Und wir haben ja, als wir das durchgegangen sind, immer wieder festgestellt, wie sehr sie sich haben von realen geschichtlichen Geschehnissen haben inspirieren lassen und damit auch ein durchaus logisches, sehr menschliches Universum aufgebaut haben. Und das, finde ich ja bis heute, ist Gold wert. Und ich wüsste gerne, wer das verursacht hat oder wer dafür verantwortlich, wer gesagt hat, Mensch, so machen wir es und das wird geil. Und wer der Vater oder die Mutter dieses Gedanken war. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, also auch wenn Jordan Weissman jetzt hier zuhören sollte oder ihr ihn kennt. Ja, ja, genau. Wir hätten Interesse. Wir möchten es gerne wissen. Wie seid ihr da drauf gekommen? Genau. Und wir sind auch bereit, einen Podcast aufzunehmen. Ja. Ja, okay, wir gucken mal. Vielleicht fragen wir ihn einfach mal direkt an. Vielleicht meldet er sich ja. You never know. Wir haben einen Österreicher, der sagt dann, get to the chopper. Das genau. Ist unser Bonus-Feature. Come on, get to the chopper. kann ich mir nicht dran satt hören. Ja, ich habe es bestimmt schon 10-mal gesagt, aber ich finde unsere In- und Outro immer noch geil. Wie unser Hoshi da im Hintergrund. Dann vor allem this podcast is over oder Terminated, genau. Hörst du deinen eigenen Podcast nicht noch? Also, den Abspann immer nicht. Zwischendurch eingeschlafen. Ja, vergiss. egal, was ich jetzt sage, es kann gegen mich verwendet werden. Ah, okay. Warum sagt ihr den Down Landing Gear? Geben wir nicht auf den Sack hier. Was? Landing Gear? Landing Gear. Ja, ich fliege nebenbei ein bisschen Microsoft Flight Simulator 2020. Der ist großartig. Aha. Und ich so bin jetzt, viel Aufmerksamkeit widmest du uns jetzt hier. Ja? Du, das war nicht so schwierig, geradeaus fliegen und nebenbei über Kalifornien fliegen. Achso, du hast den Autopilot angemacht. Okay. Nee, du brauchst das nicht. Du trimmst die Maschine einfach nur perfekt aus und dann fliegt die von alleine. Also da musst du nicht so viel machen. Das war ist gerade eine Turbopop, die liegt sehr satt in der Luft. Naja, dann lieg mal weiter. Dann... Wenn wir jetzt nichts mehr haben, dann danke ich euch alle für die Zeit, die Expertise und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir schon wieder bei 2 Stunden sind, über 2 Stunden. Und das Thema, das kurze Thema vom Thema die halbe Podcast-Folge war. Yeah. Und dann danken wir euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß an der Folge wie wir. Fragen, Wünsche, Anregungen auf allen möglichen Wegen könnt ihr uns zukommen lassen. Die Nina hat es auf YouTube gemacht. Dann hatten wir noch den... Ich bin froh, wenn ich mir meinen Namen merken kann. Wo ist es? Jetzt helft mir doch mal. Ich weiß nicht. Ah, der Carsten. Carsten hat uns eine E-Mail geschrieben. Er hat uns eine E-Mail geschrieben. Ihr könnt es auch via Kontaktformular kontaktieren oder Brieftauben. Brieftaube faxen, immer gut. Ja, Brieftaube faxen geht auch. Ich möchte eine Eule haben, so wie Harry Potter. Eine Eule faxen? Weißt du, was das für eine Sauerei ist? Eule. Ja, und dann noch schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.